Es hört sich ein bisschen an, als wenn ich jetzt gerade irgendwie derbe hier so die Münchner Luxus-Lifestyle der Escort-Welt genieße, aber ich trinke nur eine Mio Mio Cola. Und es war lecker. Mmh. Okay, jetzt reicht's. Ah, wir haben ja einen Limiter drin. Ah! Okay, es geht wirklich nicht lauter. Bis das. Wir haben noch gar nicht so lange so laut geschrien. Hallo? Ja, switch doch schon mal die Szene, dann können Sie Paluten immer noch sehen. Dann fange ich das Ganze mal so an, wie sich das gehört. Hallo, na, wie geht's euch? Oh, da gucken wir mal, wie schnell das Auto heute von der Rampe fliegt. Oh, oh, was macht denn der kleine Edgar in dem Auto? Fährt etwa das Auto die kleine Rampe runter? Oh nein, Leute, oh, guck mal, was passiert. Das war mir auch unangenehm, Pate, tut mir leid. Weil er fährt immer so Autos von der Rampe. Und das gucke ich immer so nebenbei. Das ist mein Guilty Pleasure. Paluten ist mein Guilty Pleasure, ist halt wirklich so. Spielt nicht mehr Heavy Wheels, ne? Wir spielen beide nicht mehr Heavy Wheels. Habe ich von Paluten geklaut. So. Boah, man merkt, Timo ist an der Kamera. Gab keinen Zoom-Out. Ansonsten gäbe es immer ein Lewis-Zoom-Out. Und man merkt noch eine Sache. Ah, oh, die Lampe. Ihr seht den Unterschied überhaupt nicht. Gar, überhaupt nichts verändert. Ich wollte dein Geld sparen. Rein gar nichts hat sich verändert, ja. Ah, in 2 Wochen haben wir Photovoltaik. Dann kannst du Scheiße auf Geld sparen. Dann mal die Sonne macht das. So. So. Also, Leute, schönen guten Abend. Bist du zufällig in Dormagen zur Schule gegangen? Nein, dann wäre ich nämlich jetzt befreundet mit Tommy Schmidt und mein Leben wäre ein besseres. Ich bin in Mönchengladbach zur Schule gegangen. Und in noch ein paar anderen Städten, weil viel umgezogen als Kind. So, ich weiß gar nicht, was machen jetzt? Ich brauche, glaube ich, erstmal mein iPad. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Was machen wir denn? Ich hole mal kurz mein iPad. Ich bin super unvorbereitet. Halbe Stunde zu spät angefangen, den Bums. Wir kommen gerade aus Düsseldorf. Also ist nicht so, als hätte ich euch vergessen. Ich bin gerade durch die Tür. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel Cola getrunken. Warum hast du Wodka in der Hand, Timo? Und Whisky. Ja, ich habe eine Cola. Nein, okay. also, Mio Mio, ey. Mio Mio ist Behrensen, ne? Also wir dürfen. Es ist alles erlaubt von Mio Mio Seite. Alles gut, wenn du was möchtest, passt das. Ich hole jetzt kurz, warte, mein iPad. Ihr habt nichts gehört, das haben wir alles rausgeschnitten. Also ihr habt nichts mitbekommen, das kann ich jetzt schon sagen. Irgendwie ist jetzt, okay, der Hund von Timo noch da. Warte, Timo, mal kurz hier rumkramen, einmal Tasche aufmachen. So, zack, hopp. Für die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen unter euch, wirklich, muss ich ehrlich sagen, wirklich sehr gut. Ein paar Foodspots heute, ist ein Bombending. Warum hast du 2 Gläser in der Hand, Timo? Warum zwinkerst du mich so an? Ich bin mit dem Auto da. Ich muss mit meinem Auto noch zurückfahren. Dein Hund kann nicht fahren. Nein, dein Hund kann nicht fahren, auch nicht mit so einem Blick. So funktioniert Fahren nicht. So, also. Oh Gott, oh Gott. Wir feiern morgen. Nina hat morgen Geburtstag. Da feiern wir alle. Da sind wir alle glücklich. Auch für euch. Ihr könnt morgen Nina überfluten mit Geburtstagswünschen. Seit Jahren konnte diese Frau auch ihren Geburtstag nicht mehr feiern. Ähnlich wie bei fast allen von uns, weil war ja Corona. Und bei Nina war, die hat jetzt im April Geburtstag, das heißt, da war immer erstens Corona, dann März, dann nochmal Lockdown nächstes Jahr. Und dann hatte sie selber, 3 Jahre in Folge, dann hatte sie selber auch mal in so einem April-Bereich rumrum auch nochmal Corona. Also das ist jetzt seit langem die erste Geburtstagsfeier und lieberweise feiert sie das mit uns aus dem Team. Das wird ganz cool morgen, da freue ich mich. Heißt aber auch, am Freitagmorgen Kochduell gegen Duis findet statt hier. Die Revanche gegen den Duismeister. Und das bedeutet aber, dass es um 9 Uhr, ihr werdet sowohl mich als auch Duis sehr verkatert hier erleben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Dementsprechend, ja, wird eine tolle Zeit für euch werden. Freitag wird gut. Wohin müssen wir? Zum Behrensenhof. Die haben einen Hof? Behrensen hat einen ganzen Hof? Weiß ich nicht. Es wird ein lustiges Kochduell oder ein sehr langsames, wo einer irgendwie kotzen muss oder so. Kann ja sein. Ich habe übrigens noch eine Überraschung im Gepäck, ne? Also ein paar haben es vielleicht mitbekommen. Übermorgen, Timo. Aber ein paar haben es vielleicht mitbekommen.
Ich weiß gar nicht, ob hier auch alle im Büro das mitbekommen haben, aber seit gestern gibt es immer so kleine Leaks, die überall passieren. So ganz kleine Leaks. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also hier musst du nicht drauf zoomen, passt schon. Bitte nicht mein iPad. Da sind noch die geheimen Seiten auf hier. Von ich gucke so eine Serie jetzt. Stromberg heißt die. Und die haben mir eine Webseite empfohlen, die heißt russenschlampen.de. Das wollte ich einfach mal abchecken. Research. Mache ich hier Research. Ja. So, der Papa, der klickt jetzt hier mal drauf. Was machen wir denn heute? Kartoffelgrappe und Crepes. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja. Also hier. So. Also. Ja. Man bekommt eine Führung und dann anschließend gibt es Bärensengetränke. Sag mal, Mio Mio, da war doch sogar schon der Marketingchef hier. Warum hat der denn nie gesagt, kommt mal mit auf den Bärensenhof? Besserer Content, den gibt's doch kaum, würde ich sagen. So. Einmal, zweimal. So. Also. Kartoffelgrat und der Rest. Ich bin bereit. So, Leute. Nils hat schon vor mir geleakt. Also, meine eigene Küchenmarke ist einigermaßen gelauncht jetzt. Zumindest in einem YouTube-Kommentar und heute das erste Mal für euch hier auf Twitch. Fivi heißt das Ganze. Und Nils hat schon den Link in den Chat gepostet unter fivi.gg für Good Game. Ja, ja. Ihr dürft jetzt auch endlich unser E-Sports-Team, unser intern gegründetes E-Sports-Team, sind nämlich auch die Fivi Scorpions. Keine Ahnung warum, aber die haben alle seitdem so einen Skorpion auf dem Arsch tätowiert, den Dustin schon hatte. Der hat einfach Schablone gemacht, der hat einfach ausgezeichnet nochmal und haben die immer so Bäckchen an Bäckchen gedrückt. Und die haben alle immer spiegelverkehrt jetzt. Sind wir jetzt paarweise? Direkt Newsletter abonniert. Ja. Wie kamt ihr auf den Namen? Manch einer wird wissen, manch einer wird noch grübeln, Herr aber Nina. Ihr werdet im Laufe der nächsten Wochen sicherlich mehr erfahren. Ninas Bruder, der Matthias Schweighöfer bei uns im Büro, kümmert sich auch um das Newsletter. Da gibt es jetzt bald in immer regelmäßiger werdenden Abständen am Anfang. Wie gesagt, wir fahren alles langsam jetzt hoch, deswegen auch noch nicht der große Knall. Kommt jetzt immer ein bisschen mehr Infos. Ihr werdet sehen, woran wir dann sind, woran wir arbeiten, woran wir feilen. Seit Januar, es sind wirklich jetzt dann schon 3,5 Monate, Alter. Und ey, es ist ein Weg auf jeden Fall. Nochmal eine komplett neue Firma. Mein kleiner Bruder ist dabei, Ninas kleiner Bruder ist dabei. Und Martin eben, den ich damals in der fetten Kuh kennengelernt habe als Produktmanager, fickt, war schon vergeben. Aber wenn ihr das jetzt wisst und dann nochmal den Podcast zurückhört, weil ich dachte wirklich, Martin spoilert einfach den Namen und deswegen habe ich ja F-I und ich war so, so. Ich dachte mir, boah, das wäre sehr schwierig gewesen, weil wir wollten halt noch ein paar Sachen glattziehen. Kommt zum großen Launch ein gesondertes Video? Yes. Also es wird auch eigene, oder es gibt schon eigene Social-Media-Kanäle dazu. Das haben wir auch alles schon fertig gemacht und sind damit fein. Wir werden auch eine große Launch-Party machen, höchstwahrscheinlich hier in Köln. Eine öffentliche mit euch zusammen. Ja, da sind wir gerade noch mit dran. Das wird alles sehr cool und sehr schön. Und wenn alles gut läuft, und jetzt sage ich es schon wieder, ich habe es letztes Jahr auch gemacht, aber ich habe jetzt so viel Support. Wir probieren entweder direkt zum Shop-Launch, oder kurz danach, auch ein Kochbuch, das erste Kochbuch, mit rauszubringen. Also auch das ist seit Anfang des Jahres in der Röhre. Also es passieren, deswegen habe ich gesagt, viele gute Sachen. Erstmal fettes Büro. Dann Launch-Eigenmarke, Kochbuch, Weihnachtstouren und wir haben noch eine große weitere Sache mit dem Livestreaming-Event. So viel kann ich schon sagen. Also es ist auch nichts, soll keine Unbekannte sein. Also ich möchte euch dieses Jahr noch arm machen. Und wer sich da nicht einträgt, der kriegt auf die Schnauze. Ist Kochbuch auch vegan geeignet? Ein Rundumschlag. So, Wandereule, Dankeschön für den Prime-Sub. Gerade eben Heinz, Stufe 2 für 33 Monate. Abo-Falle schlägt wieder zu. Nee, mach jetzt mal raus. Rowley, hau mal jetzt alles, was da ist noch, was übrig ist, Rowley. Vielen Dank für die 10 verschenkten Subs. Ein bisschen Liebe in den Chat. Ein bisschen Freddy Love, ein bisschen Freddy Liebe auch für die verschenkten Subs, die ihr jetzt hier bekommen habt. Und Nick, vielen Dank auch für die 34 Monate. So,
Papa ist auch weitergekommen. Ihr erinnert euch, letzter Mitkochstream, über was haben wir geredet? Großes Thema, was wieder viel zu lange ging. Ha? Über was haben wir geredet? Du hattest Urlaub, schön, dass du zuguckst. Ja, die haben auch Urlaub, was machen die denn zugucken jetzt oder was? Arbeite doch keiner mehr um die Uhrzeit. Du hast was gemacht? Was ist das hier? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Was ist das? Warum wackelt mein Unterarm, wenn ich das mache? 1:30 werden, will keiner. So, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe, warum ist hier... Kurz, nur, warte mal. Was? Warum ist hier ein Hennessy kaltgestellt im Kühlschrank? Ist das für den Crepe? Ich hab Bock, ihn zu trinken, sagt der nur. Oh Mann, Alter. Worüber haben wir geredet? Warte, ich guck nochmal ganz kurz, worüber haben wir geredet? Einer schreibt Cookie. Aloha, schreiben die nächsten. Also, es ist wirklich. Worüber haben wir geredet? Autos, richtig. Wer hat nächste Woche eine Probefahrt, während hier gerade schön zusammenpacken ist, können schön Mitarbeiter machen, Alter, macht Papa erstmal schön Probefahrt mit seiner V-Klasse. So, wer hat nächste Woche Probefahrt mit der V-Klasse? Dieser junge Mann hier. Dieser junge Mann. Ja. Ja, V-Klasse. Balu, dankeschön. Und Kartur-Katastrophe. Eieiei, 3 Monate schon. Bestimmt 3-mal falsch ausgesprochen, ne? Ohne Mütze 10 von 10. Dankeschön. Alles Gute nochmal zu 10 Jahren. Danke, Balu. Sehr nett. Jetzt noch eine V-Klasse. Also, hört mich an. Gebrauchte V-Klassen kann man zu einem guten Kurs. Oh, jetzt hör auf! Hi, ho, Sturmi. Hoffe, dir geht's. Jedes Mal, diese Drecksuhr, Alter. So, also, ne? Wird eine gute Nummer. Jetzt habe ich den Kühlschrank aufgemacht, nichts rausgeholt. Also, nein, der ist wieder drin. Kartoffeln brauche ich nämlich. Also. Ohne Mütze 10. Nee, V-Klasse, ja. Also, wolltest du wissen, was es ist? Und wie findest du eine V-Klasse, wenn du jetzt gegoogelt hast? Ja, VW-Bus ist auch geil, die sind aber höher sogar noch. Alles Gute. Aber selbst mit den V-Klassen wird auch schon schwierig, zumindest in Parkhäuser und Co. zu kommen. Aber es ist alles gut. Es wird eine gute Zeit. Das ist der Crewwagen, den wir langsam brauchen, auch wenn Timo in Zukunft mehr auf Drehs mitkommt. Also wird wichtig und wird gut. So, also das zum einen. Und zum anderen hat der Papa auch eine Probefahrt mit dem Porsche Taycan. Mit dem Gebrauchten. Also, wird's nicht, bin ich ganz ehrlich. Also, ich kann kein Porsche fahren. Wir haben ja letztes Mal schon drüber unterhalten. Aber mir wurde es angeboten und dann habe ich gesagt: So, ist ein E-Auto? Was sagt man, wenn man in einem Porsche sitzt und so aussieht wie ich? Ist es ein E-Auto? Und keine Ahnung, ich fahr's mal Probe, kurz die Fresse halten, alles gut, wird es wahrscheinlich nicht passieren. V-Klasse ist eine safe Nummer. Ja, bitte? Darfst du den haben? Nee, mir ist es nicht angeboten worden, sondern ich habe nur eine Probefahrt angeboten bekommen. Weil ich eh schon jetzt in diesem Auto gefilmt bin und dann, da hilft mir immer jemand bei und dann, ich bin schon in den Gefilden drin, mit meinem Familien-Papa-Wagen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe Videos dazu angeguckt und dachte mir so, weiß ich nicht, warum hast du jetzt gerade einfach rum aufgezogen? Was ist denn mit dem Kind heute? Der trinkt die ganze Zeit Alkohol, Leute, was macht man denn? Der ist Ü18. Weiß ich nicht. Swisky? Achso. So, also, Kartoffeln. Dafür haben wir jetzt nur wieder ewig lange gebraucht. Milch. Alles gut easy. Zum 10 Jahre. Crazy Freddy Monkey Liebe. Kocht. Alles Gute zu 10 Jahren. Danke, das ist sehr lieb. Auch wenn gerade kurz irgendwie wieder auf dem YouTube-Kanal der Wurm drin ist. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt, aber irgendwie ist der Wurm gerade wieder drin. Aber das passiert mal. Manche Wochen gut, manche Wochen ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe mich gefreut, dass ihr happy wart, auch mit dem Video. Timo hängt noch in der Schulzeit fest. Sind ja eigentlich Osterferien. Ach, sind wirklich Osterferien? Hast gerade Cola in den Whisky gemacht? Ach Mann, Timo, ey. Ach, das ist die Stegi-Mio. Hä, warum habe ich die nicht weggeschüttet? Die war. Ach ja, egal, komm. Ich kann hier nichts mehr zu sagen. Es ist alles Hopfenmalz verloren bei mir, bin ich ehrlich. Hier ist Rosmarin drin, höchstwahrscheinlich gehört das auch dazu, oder? Das Video war toll, danke, sehr nett. Ich fand, glaube ich, den besten Kommentar unter dem Video war so, ey, gutes Video, aber übelst cringe, Alter, hat jemand geschrieben. War bis dato mein Favorite-Kommentar. Und danach hat jemand geschrieben, hahaha, nur 50.000 Klicks. Was machst du jetzt? Schüttest du da mehr Whisky rein? Ach nee, mehr Cola. Ach Gott.
Oh Gott, oh Gott. So. Ich arbeite da, du arbeitest da. Gut, okay. Oje, oje, oje. Leute, Leute, Leute. Du, mach dein Ding. Mach dein Ding. So, wie war die Woche bis hierhin? Mitte der Woche, Check-up, Leute. Wie war die Woche? Ist man klargekommen? Sagt man, war eher so geht so. Hat mir nicht so gefallen. 50.000 Leute sind immer noch hammer viele, what the hell? Ja, ich verstehe es auch nicht mehr. In Hamburg sind keine Osterferien. Ja, aber man muss ja auch immer wissen, so Hamburg ist ja auch viel Wasser. Da sind die ganzen Hasen immer ertrunken. Deswegen macht man das nicht mehr in Hamburg. Aber kann ja nicht jeder zur Schule gehen. Mano, ey, tut mir leid. Ich weiß ja auch nicht, warum man dann in Hamburg keine Ferien hat. Geht so, Urlaub läuft, ne? Ich freue mich so, dass du heute streamst. Liegt mit Überstimulation im Bett und kann die Ablenkung gut gebrauchen. Überstimulation? Was ist das? Das ist der Rammstein-Whisky. Boah, ich möchte echt keine Whisky-Cola trinken. Dann werde ich wirklich nicht okay. Also, nee. Ich werde nicht okay dann. Ich muss auch noch nach Hause fahren, Team. Das funktioniert. Ich habe ein IPA-Bier getrunken gerade eben. In dem letzten Spot, wo wir waren. Irgendwas aus... Er sagte, das ist ein English Brew, lalala, von einer estnischen Brauerei. Und dann habe ich gesagt, von was? Und dann meinte er, von einer estnischen Brauerei. Und dann meinte ich, wo ist denn Estnien? Dann hat er gesagt, Estland, Alter. Und ich war so, was heißt dann Estisch? Ja, oder irgendwie sowas. Es war ganz weird. Und dann meinte ich so, oh mein Gott, ich habe, glaube ich, noch nie was aus Estien probiert. Aber ich glaube, ich habe eh so ein Landproblem und manchmal auch ein Sprachproblem, aber ihr seid alle Teil davon. Das war so ein bisschen komisch. Also, ja, was ist denn, wenn du sagst, so aus Lettland, dann weißt du, dann sagst du ja, das ist ein lettisches Blablabla. Bla, bla. So, dann weißt du direkt so, ah, Lettland. Aber ein estisches, so, das ist ja, er war dann auch super verunsichert und war so, hä, oder heißt es nicht estisch? So, und ich war so, keine Ahnung, Mann, das hört sich nur super merkwürdig an. Also, ich konnte es halt nicht Estland direkt zuordnen. Kann ja auch sein, dass es irgendwie über Turkmenistan oder so, da wieder nochmal so eine andere kleine Kolonie gibt und da gibt es dann Mörder-Craft-Bier oder sowas, weiß ich ja nicht. Estnisch, ja, estnisch ist dann richtig. Anglin und Taxi nach Hause nehmen, kannst Timo doch nicht alleine trinken lassen. Timo ist über 19 Jahre alt. Estendisch? Ja, das ist ganz komisch, ne? Estisch, wie der Estisch. Was heißt denn jetzt, Fivi? Ist das ein Fantasiename oder eine Abkürzung? Das zweite I steht für Timo? Hä? Und dann I? So, wir nehmen uns einen Buchstaben von allen Wörtern, die wir mögen. Franz. Hildegard. Franz, Inge, Timo. Franz, Inge, Timo. Fuß mit V. Volker. Volker. Franz, Inge, Volker, Imo. Die vier Gründer, ne? Die vier Gründerväter. Nee, 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 nee. Oh, Nachname, wie wäre es denn damit? Da sind wir doch schon da, wo wir hin sollten. So, Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schneiden. Ich schäle doch die Kartoffeln nicht für einen Gratin. Nein, du trinkst da weiter, ich arbeite hier. Du arbeitest da, ich arbeite hier, Timo. So. erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 10 Jahren. Oh Gott, Timo braucht einen Trinkpartner als Vorbildchef, trinkst du mit? Moin, Chat. Oh Gott, Alter. Ah! Oh Gott, eine Hand. Warte, alles gut. Nö, nö, passt. Oh Gott. So, da gäbe es ja auch noch diverse Prototypen für besagte Kochmarke, die hier schon seit einer Weile im Probe sind. Sogar noch nicht mal ein Logo drauf. Guck, wie vorsichtig wir waren. Das Brett seht ihr schon seit Januar hier. Wir waren ganz doll vorsichtig. Aber ist nichts drauf. Außer ein Fleck auf der Linse. Machen wir mal drauf. Guck mal. Da. Siehst du? Hier. Oder auf dem Sensor. Dann ist es auch schwierig zu sehen. Freddy Ingo Fitzgerald. Ja. Fitzgerald bin ich auch. Nicht Fitzgerald, sondern ich bin Fitzgerald. Im Deutschen ganz wieder merkwürdig. Was ist es denn mit der Sprachstörung momentan? Also. Wie gesagt, wer noch nicht im Newsletter ist, ihr werdet in den nächsten Wochen eh bombardiert und genervt von mir damit. Nummer wird gut.
Der Sensor muss gereinigt werden, ist nicht schlimm, spuck drauf. Ich schneide das jetzt einfach so in ein Stückchen, oder? Ist man da so penibel bei solchen Sachen, dass man... die richtige Größe haben muss. Dafür sind doch auch immer diese Hobeldinger geil, oder? Da habe ich mir mal bei Sally irgendwie die halbe Fingerkuppe genommen mit so einem Teil, wo man so klack, 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 einfach das... Nicer Dicer zum Beispiel. Wir haben auch einen Nicer Dicer. Den haben wir, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr benutzt. Dafür packen wir ja jetzt bald alle Sachen und das ist nämlich auch so ein Ding, was einfach in den Müll wandert dann. Oder für jemanden von euch natürlich. Das machen wir immer zuerst. Ist gerade nur bei mir unscharf, vielleicht weil du so viel trinkst. Was bereitest du zu? Heute gibt es einen Kartoffelgratin. Und am Ende irgendwie ein Crepe mit irgendwas Alkoholischem. So. Entspannt. Crepe Suzette. Suzette. Das ist das, was wir machen. Ihr wisst das wieder besser als ich. Habe ich das angekündigt? Habe ich das auf Instagram gepostet? Ich habe sogar die Stories dieses Mal dazu fertig gemacht. Ich habe selber da sogar nicht gelesen. Das war alles so ein schnelles Ding. Kurz chaotisch. Diese Umzugsgeschichte wird jetzt die nächsten Wochen auch ein bisschen chaotisch machen. Ich bin auch ehrlich mit euch. Ich weiß noch nicht zu 100%, wie wir das Internetthema regeln. Auf die Schnelle. Stimmt doch überhaupt nicht. Das Internetthema ist das kleinste Problem. Ich meine, das Küchenthema. Also ich habe am Wochenende mir jetzt spontan einen Termin gemacht mit meinem Schreiner. Der hatte nämlich eine große OP. Und in aller Freundschaftlichkeit, die da seitdem ich ein kleiner Junge bin und den kenne, herrscht, habe ich mich natürlich, wie es gehört, 2 Monate nach seiner OP gemeldet. Habe mich dafür gerade eben erstmal entschuldigt. Haben aber direkt einen Termin am Wochenende gemacht. Und er war auch sehr guter Dinge. Gar nicht böse oder nachtragend. Sondern im Gegenteil ganz happy, dass wir uns wieder sehen. Weil da müssen die Sachen ja noch hier alle abgebaut werden. Das heißt, wir müssen alle Schränke leer machen, dann alle Sachen rausnehmen und abschließen. Und die großen Sachen und auch hier so Silikongeschichten, das sollen schön die Schreiner alles auseinanderbauen. Dann kommt nämlich dann die Umzugsfirma und die laden das alles ein. Und dann, wenn die Umzugsfirma am Start war, kommen die Schreiner wieder und bauen dann die Küchen sozusagen da, wo wir sie brauchen und wollen, wieder mit uns zusammen auf und ein. Das ist wirklich fantastisch. Und ich kann dann auch schon in die Planung gehen von 1-2 anderen Projekten, die ich mit denen gerne machen wollen würde. Zum einen sicherlich nochmal das Vereinheitlichen der Schreibtische. Und dann werde ich da vielleicht auch schon mal ein bisschen shoppen gehen. Holzmann, dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Ein bisschen Liebe in den Chat, ein bisschen Freddy Love. Denn ich möchte natürlich, dass wir auch ein schönes Büro haben. Zum einen, habe ich ja gesagt, schon wenn wir das neue Büro haben, wird es sicherlich immer wieder ein paar Momente geben, wo vielleicht mal meine Mods vor Ort sind. Mod-Treffen einmal im Jahr haben wir ja dann gesagt, machen wir schön bei mir. Das heißt, jetzt könnt ihr schön auch mal damit anfangen, nett zu sein im Chat, falls ich mal neue Mods brauche. Letztes Jahr haben wir es dann nämlich hinten nicht hinbekommen. Nils ist sowieso immer da. Irgendwann, wenn ich groß bin und erwachsen und genug Geld verdiene, habe ich immer zu Nils gesagt, wenn er sich langweilt, dann werde ich gucken, dass wir Nils als Mann für alles sozusagen im Haus haben, weil ich glaube, auf 800 Quadratmeter Fläche und 1500 Quadratmeter, du musst Kamera machen, Timo. Du kannst es auch, aber jemand, der das auch so gelernt hat, so alles, der ist da besser. Wie sauer ist Sally, dass sie schon wieder nicht deine Küche machen darf? Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Kurz zum Sally-Thema, bevor mir das jetzt jemand irgendwie falsch im Halse umdreht. Also, meine neue Firma, wo meine Küchenprodukte drin sind, das, wie auch Herr Hipp sagen würde, wo ich mit meinem Namen für stehe, weil sie sind ja meine Nachnamen, ne? Das ist meine Firma. So, wofür ich stehe, die brauchen eine eigene Küche, denn bei denen gibt es nochmal ein bisschen was anderes, kochtechnisch in Zukunft zu erleben, als bei uns. Und diese Küche... Plus Upgrades für diese Küche. Da werde ich natürlich Sally fragen, ob wir das machen können. Also, sagt, was ihr wollt, aber nicht, dass ich mich nicht kümmern würde. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ihr könnt mir jetzt ja Feedback geben, jetzt kann ich ja mit euch über Sachen mal reden.
dadurch, dass wir halt Produkte machen in der Küche, war halt unsere Idee, dass wir so eine Eckküche machen. Also die hat ja eine ganz gerade Wand, ne? Also die wird in Zukunft auch nochmal, ihr seht hier gerade zum Beispiel rechts und links, wo das aufhört. Das wollen wir schon ein bisschen durchgehender machen. Das ist ja jetzt auch nur eine Übergangslösung gewesen von Anfang an. Ne? Also wir bereiten es nochmal ein bisschen mehr auf, sage ich mal. Aber wir wollten eine Küche machen, gerade weil es auch so um Produkte geht, die entweder komplett weiß ist oder komplett schwarz ist, damit wir halt genau so die Produkte auch genug gut sehen können. Und ich glaube aber, eine komplett weiße Küche ist zu crazy und schwer halt so, ich sag mal, in Stand zu halten. Oder wenn dann einmal was schief geht, dann musst du da echt, glaube ich, gut gegenarbeiten. Aber eine All-Black-Kitchen sieht, glaube ich, sehr edel aus, kann aber auch mal so ein dunkleres Produkt auch drin untergehen, ne? Eine All-Black-Kitchen? Hallo, Gerrit. Gerrit, wie viele Leute sind im Newsletter angemeldet? Ich weiß nicht, ob er zu Hause eingeloggt ist, ich weiß es gar nicht. Wir pushen jetzt die Zahlen. Heute geht's los. Es wird wild, die Nummer. Es wird wild. Gerrit muss Live-Counter durchgeben. Bin eingeloggt. Ich war heute nicht im Büro. Na, ich dachte, du bist vielleicht Walla von zu Hause eingeloggt, Herr Gerrit. So, Milch und Rahm vermischen. Knoblauch fein hacken, gepresst dazugeben, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Kartoffelscheiben sanft, was? Mit den Kartoffelscheiben aufkochen lassen und dann unter häufigen und vorsichtigen Rühren ca. 10 Minuten köcheln lassen. Hä? Das muss doch in den Backofen. Das kommt doch dann noch. Das ist ja super merkwürdig. Sehr gut. Aha. Wird es ein Kochtopf-Set geben? Weil dann warte ich. Zu 90%. Oh, die Uni liest mir keine Zeit. Aber für Gerrit, Leute, für Fortnite habt ihr frei. Aber für Gerrit meldet ihr euch jetzt nochmal auf fivi.gg alle beim Newsletter an, damit ihr... Was ist das für ein Ding? Warum stehst du auf und machst so? Ach so, du hast für Fortnite gesagt. Er ist ja im Fortnite-Team mit Gerrit. Also, ihr müsst euch anmelden. Ihr müsst euch anmelden. Nils schickt euch nochmal den Link rein. Nils ist flott. Fivi.gg. Ganz einfacher Link, oder? Der bleibt im Kopf. Das ist gut. Einfach anmelden zum Newsletter. Auch wenn ihr bis dato keine Newsletter-Leute seid. Ich sag euch, der Matthias Schweighöfer eures Herzens. Der wird euch updaten. Der wird euch abholen. Der wird geile Newsletters scheppern. So. Da gibt es höchstwahrscheinlich auch Bilder drin, ja. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Rabattcode. Wer weiß, vielleicht kann man da auch schon den einen oder anderen kleinen Mini-Prototyp-Test mal auschecken. Irgendwann in den nächsten Monaten. Vielleicht. Also, da wird viel übers Newsletter jetzt kommuniziert werden, sage ich. Check, erledigt, sehr gut. Ich bin schon ultra gespannt auf den Newsletter. Ja, kommen viele Nacktbilder. Ja. Newsletter only. Only Newsletter machen wir. Ihr seht immer ein bisschen Arschbäckchen. Hat der neue Shop sein eigenes Team? Die neue Marke hat sein eigenes Team, ja. Die sitzen auch mit hier im Büro und sitzen auch in Gladbach im Büro zukünftig. Aber die haben, sind ein eigenes Team, ja. Mich grinst nach der Bestätigung nur so ein komischer bärtiger Zwerg an mit einer langweiligen Mütze. Keine Ahnung, das passiert häufiger irgendwie, schreiben mir viele Leute. So, ich brauche jetzt, glaube ich, so eine Form, ne? Ich hole mal so eine Form, weil ich glaube, wir haben so Induktionsform. Benimm dich. Entschuldigung. Aber man darf doch mal, stell dir mal vor, so only Newsletter. Darf ich mich bei dem Newsletter mit meiner Firmenmail? Du darfst dich auch mit deiner Firmenmail beim Newsletter anmelden. Ist das induktionsgeeignet? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir finden es raus. Nö. Dann regle ich das anders. Keine Ahnung, wie man das jetzt hier vernünftig macht. Das ist ja wirklich, ich habe das Gefühl, das wäre eine gute Ofenform, aber... So, erstmal 220 Grad. Ups. 220 Grad.
die Nummer da reinmachen. 220 Grad, okay. So, Only for Fans Newsletter, passt doch. Da knarzt es wieder von oben auf einmal. Hast du Magneten, dann kannst du testen, ob die Töpfe induktionsgeeignet sind. Wer hat Magneten? Ja, Timo, du hast Magneten zu Hause. Du hast auch wirklich alles in deiner Wohnung. Das ist wirklich, wenn ihr mal Timo näher kennenlernt, aus Versehen, falls es mal passieren sollte in den nächsten Jahren, jetzt schon mal Warnhinweise, wenn er sagt, wir können auch zu mir gehen, ihr werdet durch so einen Lagerkomplex geführt werden, an so Lastenregalen, die so 7 bis 8 Meter hoch sind. Und wenn ihr dann sagt, sag mal, hast du denn auch so einen Schirm? Dann sagt er, na klar, ich habe auch Schirme. Und dann kommt so eine Leiter gerollt, so von weit weg. Und ihr wisst auch nicht, woher die Leiter kommt, weil der hat ein automatisches Leiterschubsgerät, was das Lager dann noch einfach das so mit ihm kommuniziert. Und dann klettert er da immer hoch, wie so ein komischer alter, du wirst doch dann so ein alter Gries, so ein Gruseliger, der so dann durch sein Lager geht. Ja, genau. Und dann sagst du, rot, blau, gelb, ausklappbar, einklappbar. Du hast natürlich eine externe Webcam. Der Laptop, ja. Eine Webcam. Eieieiei. Bitte, eins in den Chat, wenn Freddys Nudes in den Newsletter sollen. Alter, boah, ist das schwierig auszusprechen. Wenn Freddys Nudes in den Newsletter sollen. Boah. Da merkt man wieder, dass ich als Sechsjähriger nicht die Toten Hosen aussprechen konnte. Kann er heute noch nicht lesen. Oder wie meine Mutter sagen würde. Du bist dumm. Du bist einfach dumm, mein Kind. Newsletter. Oh mein Gott. Wir machen eine Episode Newsletter und dann muss jeder im Team, sind alles Dudes. Die sind gestandene. Du nicht, Timo. Du bist nicht Teil von dem Dings-Team. Ja, du kannst auch ein eigenes Newsletter mal haben. Zieht er hier seinen Top aus auf einmal. Schwierig, ey. Muss mal gucken mit Spiegelung in dem neuen Studiobereich. Wir haben viele Fenster. Das haben die Leute jetzt gesehen. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass sie was spiegelt noch. Ah, Ludolf Lager 2.0. Ja, Timo ist unser Ludolf. Du trägst aus Sicherheit immer Nippelpads für Spiegelung. Ja, also nicht zu Timo gehen vorm 20. Date. Damit muss man klarkommen mit der Situation. Ich bin gar nicht so komisch. Timo, ich gehe jetzt mal ein paar Sachen durch und wir gucken mal, ob du die zu Hause hast. Einfach so. Chat, ihr könnt auch. Ihr macht mal und ich wähle Nachrichten von euch aus und ich frage Timo, ob er es hat. 1:04 übrigens, wir haben Kartoffeln geschnitten. So. Jeder Mittwoch wird schlimmer. Jeder Mittwoch wird schlimmer. Also, okay. Ich fange mal an mit einer Sache von mir. Zahnstocher. Ja, sind da. Wer hat Zahnstocher? Dosenöffner. Klebeband. Noriflocken. Du hast tatsächlich Noriflocken zu Hause? Junge, Alter, das ist so weird. Kettensäge. Ja. Ja, klar. Habe ich natürlich zu Hause. Du wohnst in Köln, Alter. Wie groß ist deine Wohnung? 50 Quadratmeter und du hast eine Kettensäge mitten in Köln. Spielzeugkettensäge. Paketabroller. Ja. Eis.de Adventskalender. Die Inhalte. Ja, okay, wow, okay. Nach wie vor Eis.de. Warum guckt keiner mehr zu von denen? Die waren so tüchtig, uns immer zu schicken. Ganzes Team ist am Schmarotten, Alter. Die sitzen die ganze Zeit immer da. Können wir einmal kurz nochmal Eis.de anschreiben? Ist richtig unanstrengend hier geworden. Ein Eier soll Bruchstellenverursacher. Das Ding, was man so hochzieht, glaube ich, mit dem. Hast du wirklich zu Hause? Ist das ein verfickter Ernst? Ist das. Mann, Alter, was ist. Ich sag's euch, das ist nur noch krank. Wärmflasche. Tischkicker. Tischkicker nicht. Aber so ein auf dem Tisch, kleiner Tischkicker höchstwahrscheinlich, der irgendwo rumfliegt noch. Du hast bei deinen Eltern einen. Da steht ja mein großer Holzschneider. Alter. Avocadoschneider. Sowas hier. Was nur für Avocados ist. Hat er auch nicht. Haben zwei Sachen gefunden. Aber eine Eier-Sollbruchstellenmaschine. Ja, ich kann auch nichts. Ich will auch nichts mehr dazu sagen. Ich kann das auch nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr mit dem Kind. Das ist wirklich einfach nur noch der Wahnsinn. Ein Bild von Paluten? Auf dem Rechner, ja. Auf dem Rechner, ja. Ostmann-Gewürze? Natürlich. Ja.
Steht da drauf auf den Ostmann-Gewürzen? Was mit A? Steht da auch was drauf? Oder? Alle unmöglich, ey. Du musst ein Video mit Timos unnötigen Küchengadgets machen. Ich ziehe mit dem um. Ich helfe dem bei seinem Umzug. Ich bin schon gespannt, was für Kisten ich da transportiere. Gadgets, Flur. So, weißt du? So, Flur-Gadgets oder irgendwie so eine Scheiße. Springform? Hast du Springform zu Hause? Backpapier? Spätzlepresse? Muffinform? Ja? Hm. Du hast einen Nicer-Dicer-Aufsatz für eine Spätzleform. Ich glaube, das gibt es nicht, würde ich sagen. Ein Bild von mir. Wasserfilter für Aquarien. Du hast einen Britta-Wasserfilter. Ich glaube, das zählt nicht. Hier, kleiner Fisch. Den lasse ich immer direkt in den Rhein laufen, wenn ich Wasser anmache. Oh Gott, Alter. So schlimm ist auch noch nicht. So, Milch und Rahm vermischen. Mache ich jetzt erstmal. Oh. Oh, ein Bild von seiner Freundin. Ja, es wär, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen merkwürdig, wenn man so die rechte Hand auf einmal eingerahmt irgendwo sieht. Aber, naja. Warum bin ich in dem Rahmen, Timo? Warum heiße ich Guthilde? Bild vom Team. Auf dem Rechner. Matt? Ja. Nicht mehr. Doch, hab ich. Ich hab noch, mein Opa hat früher ja selber geschlafen. Oh Mann. Du hast eingekochtes Mett von deinem Opa, der früher geschlachtet hat. Was heißt früher? Wann hat dein Opa aufgehört zu schlachten? Kurz bevor er gestorben ist. Wie lange ist dein Opa tot? Lange. Lange. Aber du hast trotzdem noch. Tut mir leid, Timo, ich will nicht so tief reingehen, aber seit vor 5 Jahren ist dein Großvater gestorben. Mein Beileid erstmal. Bitte? Das Glas, du hast seit 5 Jahren eingelegtes Mett bei dir zu Hause. Eingekochtes Mett im Wurstglas. Ey Leute, mach mal, wir stufen hoch ab 20. Date, erst zu Timo nach Hause, weil wenn er sagt, wollt ihr noch eingekochtes Mett von meinem Opa, der jagen war, vor 10 Jahren, gestorben ist vor 5 Jahren und mir dann Mett hinterlassen hat, also ist das aber auch safe so tierisch? Also ich frage jetzt einfach nur so, oder... Tiere aber hat er geschlachtet. Schweine. Mareike Amado würde sagen, manche Männer sind auch Schweine, Timo. Die Ärzte auch. Die Ärzte auch, ja. Lara Croft auch. Ey, ich war noch nie bei dir zu Hause, aber ich weiß nicht, ob du jetzt da die ganzen Hessen mit reinziehen musst in die Nummer, bin ich auch ehrlich. Also ich glaube, da würde ich mich auch als Hesse ein bisschen angegriffen fühlen. Also wenn du nicht mehr Vegetarier sein willst, dann ist dein Moment, wo du das 5 Jahre Löffelmett. Ja, okay, ich habe dir auch schon ganz andere Sachen löffeln sehen auf Mallorca. Der hat diese Salami, diese Streichsalami auf einmal auf Mallorca. Der hat einfach so eine riesige Blutstreichsalami, so eine spanische Spezialität, hat er einfach so eine ganze Wurst abends gelöffelt und ein Bier dabei getrunken. Ich dachte mir auch, Alter, Schweinemagen Timo ist wieder da, ey. Junge, 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 ey. Puh, oh. Oh, ey. Ich glaube, Timo lebt in seiner eigenen Welt, aber Timos Welt ist eine gute. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ist schon ganz gut so. So, Knoblauch fein hacken und reinpressen. 9-mal darüber gegangen, ich habe immer noch keinen Knoblauch gefunden. Meine Güte. Nein, du, trink doch weiter Alkohol. Ich mag schon, dass du... Willst du was von meinem Knoblauch haben, hast du gefragt. Hast du Knoblauch dabei? Na klar. Immer. Nein, Timo, du hast keinen Knoblauch dabei. Das ist jetzt Unsinn. Du hast was für Wurstknoblauch? Nein, von Ostmann. Hallo. Oh, da ist ein Kabel. Leute, es ist echt eingelegten von Opa, schreibt jemand im Chat. Och Mann. 20 Jahre alten Korn. Ja, der schmeckt wie abgestandenes Teichwasser. Hast du noch ein Mikro da? Weil ich probiere immer deine letzten Sätze zu wiederholen, weil ich weiß, es ist immer sehr leise. Och Mann, oh ey. Warum stehst du eigentlich? Du hast einen Stuhl da und warum steht dein Alkohol weiter weg von dir? Okay, ich bin jetzt gespannt, was da noch passiert. Ich hab nur noch Sorge jetzt. Ich sag's euch, ey.
Es ist wirklich Fiebertraum heute. Es ist wirklich der Fiebertraum. Du hast heute einen Fiebertraum gehabt? Ja. Ich hatte auch eine sehr unruhige Nacht. Aber ich hatte gestern auch mit Revi gedreht und ich sag mal so, es war sehr intensiv und ich habe das erste Mal von Revi, einen Kaffee getrunken und der Junge hat ja ADHS. Das ist ja wirklich kein Geheimnis. Da habe ich auch schon mit ihm im Podcast früher drüber geredet. So, der Junge hat ja stark ADHS, ne? Und ist so. Also, ja. Also, ist sowieso ein Charakter, den ich sehr liebe, aber der auch sehr spannend ist. So, und der hat anscheinend seine Vorliebe entdeckt für richtig starken, hoch koffeinhaltigen Kaffee. Und der hat gestern mir so einen Kaffee gemacht und mir ging es wirklich räudig danach. Und dann später beim Abendessen haben wir noch einen Espresso-Martini getrunken. Das erste Mal in meinem Leben, also nochmal Koffein. Ey, und ich schwöre euch, ich bin diese Nacht aufgewacht, 3 Uhr morgens. Alter, ich war aber wirklich eine einzige Wasserlache, die dann nur noch da lag. Also es war wirklich, als wäre ich gerade im fucking Schwimmbad draußen gewesen. Und ich dachte mir, bah! Richtig ekelhaft. Und das war 100%, weil ich viel zu viel Koffein im System hatte und dann probiert habe, irgendwie zu pennen. Boah, das war wirklich komplett Krise. Dann bin ich nachts aufgestanden, um mich dann zu duschen, weil es so ekelhaft war. Boah. Ich hab jetzt ein Mikrofon. Du hast ein Mikrofon dran, das ist gut. Sehr du wolltest gut. wissen, warum ich hier stehe die ganze Zeit? Ja, was dein Traum war. Ach, mein Traum? Ja. Wenn du das öffentlich erzählen darfst. Ja klar, gar kein Thema. Ich weiß nicht. Ist ja dein Channel, naja. Ich versinke aktuell vorm Schlafengehen immer so in TikTok und neuerdings werden mir immer so diese ganzen Backroom-Games und alles Mögliche dazu halt so gezeigt. Was? Ne? Von Backrooms. Backrooms. Hm. Was heißt Backrooms? Kennst du das? Was heißt, nee. So wie Speakeasy-Bars oder was? Nee, Backrooms sind so diese Räume, wo ja. so, wenn du halt so weitergehst, so ja. das ist so unendlich und sowas. Ah. Und so ein Labyrinth muss da durch und dann bei wirst du auch so von... Weißt du, was bei mir kommt? 3 Tipps, die Männer immer brauchen, um gut auszusehen. Also ich weiß nicht, was TikTok mir damit sagen will, aber ich laber die ganze Zeit von meiner zweiten Prime und anscheinend sind es ungefähr am Ringfinger und am kleinen Finger so silberne Ringe und irgend so eine silberne Kette bis hierhin. Und man muss aufgrund seiner Gesichtsform seinen Haarstil finden. Ja, das sind auf jeden Fall die wichtigen. Nein, du musst jetzt nicht mit deinen neuen Ketten kommen. Du hast auch noch, Timo, du bist aus der Kirche ausgetreten, du hast immer noch ein Kreuz an, Alter. Das habe ich auch von meinem Opa. Das hast du auch von deinem Opa. Ja, Amen, du bist ausgetreten aus der Kirche, Alter. Ja. Ich habe an Ostern einen Termin gemacht zum Austreten aus der Kirche. Happy Jesus, Merry Chrysler. Meine Mutter rief mich an und wünschte mir frohe Ostern. Ich so, nicht für diesen Jungen. Ich glaube, ich suche nur noch 5 Minuten. Aber Annika, ich war auch eine halbe Stunde zu spät. Wir sind gerade eben erst aus Düsseldorf gekommen. Es ist auch meine Schuld. Aber hey, ich habe schon Kartoffel geschnitten und Milch und Sahne zusammengeschüttet. Entschuldige bitte, aber Timo, ich habe dich unterbrochen bei deinem Traum. Dein Backroom. Ja, also ich bin da halt durch so, also Backroom ist halt, wie gesagt, ist halt so ein Labyrinth aus verschiedensten Räumen. Man geht durch eine Tür und einfach, es geht einfach immer weiter und sowas. Ich habe das Ganze geträumt, aber in einem Szenario von so Elden Ring und Skyrim World. Also ich war in so einem Riesenschloss, wo mich halt so Monster verfolgt haben. Und ich bin so durch so ein Labyrinth von Türen und alles. Und es ging immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann habe ich so realisiert, oh, das ist ein Traum. Aber dann war ich so, ich kann aber nicht wach werden oder irgendwas halt. So, es gibt ja dieses aktive Träumen, ne, dass man das dann beeinflussen kann. Das ging aber nicht. Ich habe realisiert, es ist ein Traum, aber ich war halt so gefangen quasi. Und irgendwann bin ich dann wach geworden, aber nur, weil ich durch so eine grüne Tür gegangen bin. Und dann war ich so wach und dann bin ich so schweißgebadet wach geworden und dachte mir so, oh mein Gott, was passiert, wenn ich das nochmal träume und nie wieder diese Tür finde? Oh mein Gott, ja, das ist wirklich gruselig. Aber du bist auch schweißgebadet wach ja? geworden? Aber ja. Ich auch. Wir hatten das schon voll oft, dass wir so das eine Mal mit diesem Geist, sag ich ja, jetzt mit diesem Geist. Aber haben wir das mal öffentlich erzählt? Ich glaube nicht, ne? Ich hatte mal, Podcast haben wir da, glaube ich, mal drüber gesprochen. Oder genau, so. Ich hatte so eine Nacht, da bin ich aufgewacht und ich dachte so, dieses The Ring-Mädchen steht einfach vor meinem Bett. Also wirklich so kleines, oder was heißt kleines Mädchen, irgendwie so, ne, so ungefähr so groß wie ich, mit so schwarzen, nassen Haaren, einem zerfledderten Gesicht, so blutig, matschig, grün-rot, Blut tropft so auf dieses Kleid, mit so einem weißen Kleid. Und ich stand einfach so neben mir und ich habe mich so erschrocken, dass ich halt aufgewacht bin und einfach so ins Leere geschwungen habe. Also ich habe wirklich einfach, ich bin das erste Mal aufgewacht und habe so mit aller Kraft, die ich hatte, wollte ich halt jemanden so hauen, der neben dem Bett war, weil ich bin so leicht wach geworden, habe dann gesehen, dass da jemand ist und war so, oh mein Gott, und habe einfach nur durchgezogen und ich habe halt voll ins Leere gehauen. Und dann habe ich halt so gegen hier so die Wand und gegen so dieses Bettding, was man so am Ende hat, gegen dieses ganz leichte Polsterzeug oder sowas, da so voll gegen die Ecke gehauen, hab mir derbe wehgetan an der Hand,
und habe mir übelst meine Schulter gezerrt, weil ich halt so von 0 auf 400 gegangen bin. Und dann habe ich das hier im Büro erzählt und Timo kam so voll verstört rein an dem Tag, komplett unabhängig davon, meinte, Alter, ich habe gedacht, diese Nacht stand irgendwie so ein komisches Mädchen nebenbei im Bett mit zerfleddertem Gesicht. Auf einmal fängt er genau an, die gleiche Geschichte zu erzählen. Morgens so, wir haben noch nichts gesehen, ich habe es nicht gesagt irgendwo. Und dann bin ich so aufgewacht und dann habe ich so ausgeholt und habe einfach ins Leere geschwungen. Ich war so, hä? Als ob, genau die gleiche Nacht auch einfach. Das war so fucking gruselig. Und das Ding, ich habe da nicht mal lange hier gearbeitet oder so, dass man sagen könnte, wir haben irgendwie schon viel Zeit miteinander verbracht oder sonst irgendwas. Es war so mega strange einfach. Super random gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also das beschäftigt mich bis heute auch noch, muss ich sagen. Aber vielleicht wolltet ihr auch nur Bescheid sagen, dass bald eingebrochen wird. Dann hätte die auch mal die Leute gruseln können. Kurz darauf war ja so eine Frau bei mir an der Tür, wo ich schon so gedacht habe, so, ah, spioniert die aus, ob da was zu holen ist? Ja, das ist wirklich super gruselig, ne? Ihr verbringt zu viel Zeit miteinander. Nee, da war Timo gerade noch neu. So wie jetzt, du bist ja auch noch neu. Das ist, weil ich mich immer nicht an den letzten Tag erinnern kann. Ich muss mal ganz kurz, jetzt interessiert mich tatsächlich, nur für die Leute, die schon einen Job haben. Also, wenn ihr einen Job habt, seit wie vielen Jahren arbeitet ihr da? Das würde mich mal interessieren. Also tatsächlich, weil, also ich weiß nicht, ob wir das mal gemacht haben oder so. 5 Jahre. Aha, aha. 6 Jahre, 11 Jahre, 16 Jahre, 12 Jahre, 10 Jahre. Boah, schon lange, ne? 5, 15, aktuell 8,5, 22 Jahre, boah. Aha, 1, 15, fast 12 Jahre, bin seit 2 Jahren aus der Ausbildung raus, fast 2, true. 3,5 Jahre, mhm. Mit Ausbildung 11. Crazy. Crazy. Das ist wirklich crazy. Heavy. Nee, weil bei uns ist es relativ üblich, also nicht bei allen, und ich glaube, wir fahren inzwischen auch einen anderen Film. Ich glaube, das ist auch immer, wenn man... Du willst mich feuern. Nein, nein. Aber das ist relativ üblich, dass, also wir sind halt ein Markt, der sehr überlaufen ist, ne? Also auch von sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern. Also Leuten, die da arbeiten wollen oder nicht. Toro, vielen Danke. Vielen Danke. Manu, ich will nicht mehr nicht reden können. So blöd. Oh, Moment mal, neue Leute. Leute, Fifi.gg, meine Eigenmarke. Kommt gerne ins Newsletter. So, jetzt geht's ab. Also, oh Mann, ihr Toros und Tororinchen. Ihr Bändiger der Stiere. Oh Gott, ich weiß auch nicht, es war super unangenehm. Kennt ihr schon meine neu gegründete Eigenmarke? Ihr müsst jetzt ins Newsletter kommen. Ihr denkt euch, Freddy, Newsletter ist doch langweilig. Aber stimmt nicht. Fifi.gg. Da könnt ihr jetzt draufgehen. Bald geht es los. Dieses Jahr noch mit meinen eigenen Kochprodukten in der Küche. Falls ihr schon ausgestattet wurdet, dann, keine Ahnung, schmeißt wieder weg. Wir leben noch eben Kapitalismus. Wegschmeißen die Sachen. Nochmal bei mir neu einkaufen, wie es sich gehört. Gerne. Einfach darauf. Jetzt habe ich direkt geplagt. Dankeschön, Toro, für den Create jetzt einfach, meine Güte. Aber Newsletter, nach wie vor. Also es ist echt ein heftiges Ding. Wir reden heute das erste Mal darüber. Wird sehr nice. Bei 2 Millionen Followern bekomme ich auch Julian Mams Gaming Kanal. Ja, also das ist YouTuber. Ein Lied bitte mit den Worten Newsletter und Grünkohl. Danke. Haben wir eine Gitarre hier? Nee, ne? Haben wir ein Musikinstrument hier? Haben wir irgendwas? Irgendwo ist deine Geige. Meine Geige? Wo ist denn mein Geigenkoffer? Ich habe eine Ukulele zu Hause. Soll ich die schnell... Du hast eine Ukulele zu Hause, sag ich mir. Haben wir noch dieses Geigending dazu? Nee, ne? Wo ist denn der Geigenkoffer? Irgendwo muss dieser Geigenkoffer sein. Den haben wir schon beim Umbauen hier vom Set nicht gefunden. Nein, haben wir nicht mehr gefunden, ne? Maybe ja, kannst du mir kurz meine Metallica-Geige holen, die ich von Metallica bekommen habe. Die ist komplett aus Plastik, also mir ist es nichts wert. Aber danke, Shoutout geht auch so an Metallica oder so. Das war der Schweigefuchs übrigens, keine Ahnung, Mann. So, kriegen wir hin. Keine Sorge, Toro, ich mach das jetzt sofort. Newsletter muss drin sein. Grünkohl. Warte mal. Wir sind sofort da. Das wird jetzt gemacht. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal auf fifi.gg einfach draufgehen. Einfach E-Mail eintragen, dann wisst ihr Bescheid über meine Eigenmarke. Falls ihr tatsächlich Sachen in der Küche braucht, wir machen tatsächlich geile Scheiße. Also wirklich geile Scheiße. Mach ich vollkommen ernst. Prototyp. Ich habe noch nie sowas Enttäuschendes gesehen. Was denn? Du hast noch nie sowas Enttäuschendes gesehen? Warum? Das von Metallica selber war für eine Promo-Aktion. Echtes Holz. Plastik. Aus Plastanien. Okay. Warte, das muss erstmal stimmen. Ja.
Mhm, ja, ja, ja. Ah ja, das ist der Richtige. So, hier. Immer noch. Ah, falsche Richtung. Ist es gerissen? Ist nicht gerissen, alles gut. Oh Mann. Aber ist runtergefallen. Weil die haben keine Kugeln, die liegen da nur so drauf. Ach, ich hätte zu Hause noch eine Mundharmonika. Sollen wir noch eine Büroband aufmachen? Warte. Okay. Newsletter und Grünkohl, ne? Verändert sich überhaupt nichts, egal wo man seine. Oh, das ist wieder runtergefallen, das eine. Lass. Ne, alles gut. Sollen wir es festkleben? Nee, man muss sich ja gebühren für. Oh. Ich muss nur kurz stimmen. Sekunde. Du bist eine Stunde 30 am Stream. Ich hab Kartoffeln geschnitten. Oh Junge. Der Ofen ist aber vorgeheizt. Ja, jetzt. Grünkohl. Grünkohl. Und Newsletter, ne? Oh, ist wieder raus. Oh, wieder. Total blöd. Oh, das ist jetzt, also ja. Moment mal, das hat sich sehr verstimmt. Ui. Was ist das? Kannst du singen? Nö, das passt schon. Alles gut. Sicher? Ich hab ein gutes Organ. Warte. Oh. Ist ein bisschen künstlerischer. Muss man jetzt mit umgehen können. Toro, du geile Schlange. Kannst immer und kannst es lange. Kennst du schon mein Newsletter? Denn da hau ich dir News rein ins Letter. Hey, Toro, du geile Schlange, kannst du denn auch was Leckeres kochen? Wie wär's mit Grünkohl? Das mag ich. So, machen wir mal weiter. Meine Güte, Alter, es ist wirklich super unangenehm. Ich gehe noch mal kurz aus dem Bild und komme jetzt jemand anders wieder. Das ist ja super nervig, Alter. So, hallo, Franz mein Name. Super unangenehmer Bruder gerade hier drin gewesen. Ich habe so eine zu lange Hose, jetzt muss ich die immer so tragen wie so Mütter über 40. Weißt du, die das so auf dem Bauchnabel so Hosen tragen. So trägt doch niemand Hosen. Franz, der Name, wie gesagt. Nicht so cringe wie der andere Kollege gerade. Sony Music klingelt gleich. Ja, das gibt eine Anzeige wieder mal. So, habe ich alles jetzt da reingetan? Was muss ich tun eigentlich? Sanft aufkochen lassen. Ja, das hätte man jetzt ja in den 10 Minuten machen können, ne? Warte, wen willst du anzeigen? Ich komme gerade wieder rein und du erzählst irgendwas von jemandem anzeigen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss trinken. Aber ich kann heute nicht trinken. Morgen wird schon getrunken. Das funktioniert nicht heute dann. Das funktioniert heute nicht. Mhm. Ich trage meine Hosen modern. Ist es so, dass man Hosen modern jetzt so trägt? Wie? So über dem Bauchnabel? Manchmal machen das Leute. Also ich nicht? Weiß ich nicht. Wie sieht's aus? Es ist auch eher, glaube ich, ein Frauenthema. Ich würde halt super gerne so, ich gucke ja viel gerade über Mode. Ich finde ja gerade meinen Style neu. Ich glaube, Midlife Crisis ist das richtige Wort. Was sag ich dann? Weiß ich nicht, ich habe eine Probefahrt mit einem Porsche in 2 Tagen, Alter. Was ist denn? Guck dir das mal an. Stell dir mal vor, das hier steigt aus dem Porsche aus. Ich habe die Idee. Du machst Probefahrt und wir verknüpfen das zusammen mit unserem Shoppingtrip nach Roermond. Und das machen wir als Vlog. Shoppingtrip Roermond, Vlog. Ich gehe auch am Wochenende Büromöbel gucken am Samstag. Ich bin am Wochenende in Hamburg. Ah, am Wochenende bist du in Hamburg, ja. Ja. Ja, stimmt. Endlife-Crisis ist schlimmer. Ja, glaub auch.
So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Tut mir leid. Ich hab der noch war frech, der war frech. Entschuldige mich, der war asozial. Sorry. So, Hose unterm Po trägt man nicht mehr. Ja, das ist mir bewusst, aber also das halt, also eine Hose, also die gab es halt nur noch in der Größe und dann musste ich halt zwei Nummern größer nehmen. Also das ist wirklich zu groß. Die hat so ein Gummiding, wo man das so ziehen kann, noch mit so einem Waist-Teil. Und das habe ich jetzt schon sehr eng gezogen, aber das habe ich dann schon hier. Das Problem ist halt so, ich würde halt super gerne diese Anzughosen tragen, weil die gibt es jetzt halt auch so in gemütlich, wo an der Seite dann halt so diese Gummidinger verbaut sind. Weißt du, die sind dann so ein bisschen schicker und so. Die finde ich auch voll schön. Aber ich finde, man kann die nur schön tragen, wenn man einen guten Gürtel dazu hat und dann auch ein schönes Shirt zum Beispiel, ein schönes T-Shirt darüber. So ein bisschen lange Ärmel oder so ein bisschen Oversized oder sowas. Da fühle ich mich auch wohl drin, aber die sehen dann erst schön aus, wenn du die hier so reinmachst. Und ich habe noch ein bisschen zu viel Speck auf der Hüfte. Also ich bräuchte so 15 Kilo weniger, sage ich. Und ich glaube, dann würde ich mich in so einem Look sehr wohl fühlen. Dazu habe ich heute einen Tätowierer gefunden, der coole Sachen macht. Und ich habe jetzt auch einen Plan. Ich habe sogar schon einen komplett durchstrukturierten Plan. Ich, wie gesagt, ich habe voll die Midlife-Crisis, glaube ich. Wenn ich so darüber rede, denke ich mir immer, Digga, wie unangenehm kann es sein. Ich mache mal kurz diese Sahne-Geschichte hier rein in die Kartoffeln, wo es denn geht. Ich mach jetzt nochmal, boah, wir haben so viele, zu viele Kartoffeln gemacht, ey, ich hätte es abwiegen sollen. Ach komm, ach, ich mach einfach ein paar noch mit rein, so, zack, so, dann kann das schon nebenbei arbeiten, ich werde nämlich auch langsam wahnsinnig. Ungünstig, wenn man zu kurze Beine hat, easy, ja, ist ein großes Ding. Ich habe es angekündigt und das nicht ohne Grund, es wird zweite Prime Freddy, ich sag euch, Tattoos, nochmal ein paar Kilos runter und dann wird aber derbe, einfach so gelebt wie vorher, aber keine Ahnung. Ist jetzt, also ich muss jetzt in meine Daddy-Phase kommen, weißt du, das ist das Wichtigste. Ab über 30 hast du jetzt dann noch so bis 38 für die Daddy-Phase. War das dein Hund gerade, der da gebläht hat zu, als ich das gesagt habe? Gut. Ja. Tattoos dann all over. Gucken wir mal. Also ich habe tatsächlich Pläne für beide Beine erstmal und dann mal schauen. Weil ich glaube, so meine Family. Meine Family findet Tattoos nicht so nice, aber mal gucken. Also wir fangen klein an, ich muss mal gucken, ob ich mit den Schmerzen umgehen kann. Vielleicht auch nur, falls es irgendjemand aus meiner Familie sieht, muss ich ein bisschen aufpassen. Mhm. Deine Daddy-Phase. Ja, du musst ja jetzt auch nicht immer die ganze Zeit so spicy denken, Annika. Väterlich, über 30, könnte es jederzeit passieren, dass irgendwo ein Kind um die Ecke kommt und sagt, hallo. Ich habe meine Eltern verloren, wollen Sie mich erziehen? Mario. Ja, oder Timo zum Beispiel. Zählt ja schon als so jemand, der dann da steht und sagt, können Sie mich bitte erziehen? Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren, nimmt er sein Whisky-Cola-Glas in die Hand und nimmt einen Schluck. Schade. Ah. Mhm. Naja, kann nicht alle retten. Ich freue mich schon auf ein neues Video im Büro. Hab nicht spicy gedacht. Ich dachte, gibt's bald Grillpartys. Ja, mache ich auch. Ich habe bald einen kleinen Garten. Dann bin ich der mit Garten. Dann mache ich immer Grillpartys. Lad euch jedes Wochenende ein. Machen wir schön im Sommer Grillpartys. Aber ich glaube, im Büro ist geiler als bei mir zu Hause, bin ich dann ehrlich. Meine Familie ist auch nicht cool mit Tattoos, aber die müssen sie ja auch nicht tragen. Hm. Ja, also ich glaube, bei uns gibt es schon so größere Hardliner. Ich finde zum Beispiel unseren Matthias Schweighöfer. Gerrit ist ja da, ne? Gerrit hat ja zum Beispiel auch einige Tattoos, aber der läuft dann immer so rum wie so ein Gründervater, Startup-Junge mit seinem Rollkragenpullis und langen Sleeves, dann sieht man das nicht. Aber der ist eigentlich so, wir haben schon Sommerurlaub gemacht, Gerrit und ich, letztes Jahr. Wenn du den dann oben ohne siehst, ich schwör's dir, hier so Sachen und so, bam, Drache, es geht dann runter so bis Oberschenkel. Hm. Da denkt man sich schon so, gefährlicher Typ. Ich würde auch ein Umzugstattoo nehmen, anstatt Bezahlung. Okay. Also Freddy, lassen wir uns ein Partner-Tattoo stechen? Ja, irgendwie wollen alle ein Partner-Tattoo. Ich habe auch mit Nina geredet, jeder sucht dem anderen eins aus. Mit dir habe ich das Gleiche schon mal beredet. Also ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Mit meinem älteren Bruder will ich mir tatsächlich, das soll mein erstes Tattoo werden eigentlich. Weil er wollte sich auch was tätowieren lassen und das verbindet uns so ein bisschen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne mitmachen. Inkognito, Schwiegersohn-Modus. Voila, mein Bestester. Erstmal schön einen Ring an den Finger stecken und dann schön im T-Shirt vorbeikommen. Kann die diverse Schwiegermütter können erstmal die diversen Motten und Schmetterlinge bewundern an meinen Unterarm. Hat keine Sorge. Eine Motte, aber auf der anderen Seite, you never know. So.
Meine Oma mal, zum Glück sind meine Enkel nicht tätowiert. Meine ältere Halbschwester zieht ihr Hosenbein hoch. Ja, ist, glaube ich, nie eine gute Zeit, ne? Ist nie eine gute Zeit. Zack, enterbt. Echt jetzt? Gerrit kauft man sogar Mormonenjungen ab. Ja, der macht das ganz geschickt. Der ist so Scientologe eigentlich. Wir müssen auch immer an so ein komisches Gerät und dann sagt der, dann misst er uns die Zukunft. Ein bisschen nee, das liegt an dem E-Sports-Team. Das liegt am E-Sports-Team, das hat den verändert. Das ist Teil des täglichen Trainings. Teil des Trainings ist. Mhm. Ja. Wie findet ihr goldene Boeing 747? Haben die auch schon eure Seelen transportiert? Okay, jetzt reicht's. Boeing. So. Ich habe mir heute auch mein erstes Tattoo machen lassen. Jetzt will ich ein zweites haben. Ja, das ist ein großes Thema bei Tattoos, ne? Suchtgefahr. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, wenn ich davon leben kann, was ich mache im Kreativbereich, lasse ich mich vollklatschen. Das habe ich schon mit 16 gesagt. Jetzt arbeite ich seit 10 Jahren in einem Kreativjob, davon seit 8 Jahren das Ganze hauptberuflich. Und ich habe immer nur noch alles voll an der Hüfte, ne? Mit diesem riesigen Drachen. Er hat eine ganz komische Zunge. Sehr dünn und sehr, sehr lang. Man riecht wie ein großer. Mann, Timo, ey. Das ist wirklich nicht mehr okay an ein paar Stellen jetzt. Twitch ist auch okay. Woche Bann machen wir. Wir ziehen eh bald um. Also ab nächster Woche würde gehen. Eieieiei. Timo, ja. Ich habe über 40 Tattoos. Arme und Beine, Nacken, Dekolleté. Das ist cool. Was habt ihr denn, Leute, die tätowiert sind im Chat, was habt ihr denn für Tattoo-Styles? Oder was habt ihr denn für einen Style? Hoffentlich habt ihr nur einen Style. Die Leute, die so verschiedene haben. Ja, du hast so Gaming und so, was ist denn das so, Runen? Ja. Ja, das sind doch solche, was ist denn das? Das ist eine Rune. Ja. Welche Runen sind das? Damit wir hier nicht, nordische Runen. Ach, du bist gemutet. Ja, ich mute mich immer, wenn ich an mein Glas gehe und trinke. Ach so. Zwei Möwen, das ist dein Stil? Zwei Möwen. Also alles wird so ein bisschen zu zwei Möwen dann. So, ah, das ist meine Oma, die habe ich mir auf dem Unterarm tätowiert. Keine Ahnung, warum du jetzt aus Ostdeutschland kommst. Ich habe mir meine Oma auf dem Unterarm tätowiert lassen. Aber wenn du das seitlich drehst, zwei Möwen. Hier, mein erster Hund. Leider ist er verstorben. Aber wenn du zur Seite drehst, zwei Möwen. Mein erstes Kind, die Jacqueline. Aber wenn du das ein bisschen so in die Hand nimmst und so drehst die Haut, zwei Möwen, guter Stil. Feinlein-Schriftzug mit Holy Shit, das ist ja super fein gestochen. Ein Spätzle-Teller tätowieren. Mhm. Freddy. Konstantin, dankeschön. Alan hast du noch? Was heißt das denn eigentlich? Davon? Für meine drei Geschwister. Ach so, für deine drei Geschwister hast du... Das sind ja Drillinge. Ach, du als Drillinge, als, ich glaube, ich weiß das alles. Spielt das denn Schlagzeug? Das sind so die Sachen, die ich euch jede Woche frage und dann wieder irritiert bin, ja. Ja, ich finde das toll. Dass du Geschwister hast. Ich weiß auch nicht mehr, Timo. Ich weiß es doch einfach nicht mehr. Ja. Mein Millennium-Falken habe ich dir auch schon gezeigt. Stimmt, und du hast einen Millennium-Falken auf dem Dings. Boris hat auch ganz viele Star Wars-Tattoos. Was ist das denn? Aber das sprengt so ein bisschen, obwohl, nee, du hast so Gaming, du hast dieses Assassin's Creed und Zelda-Ding auf dem Oberarm, ne? Komm mal rein, Leute sehen, wir haben Kameras hier. Macht ja schon Sinn. Wo? Ja, weiß ja nicht, aber wenn du da stehst und mir das zeigst, gerade sind wir drüber reden. Also das hier ist auch so Gaming-related, oder? Das ist oder? So eine Anlehnung an Far Cry 3. Das ist Far Cry 3? Also so, da hat man ja hier den Unterarm voll tätowiert. Ja. Dann über den Lauf des Spiels. Don't know, nie gespielt. Okay, ja, ja. Das soll halt so eine Anlehnung. Habe aber Werbung für gemacht, tolles Game. So. Ja, und dann halt Assassin's Creed. Mit dem Triforce von Zelda und die drei Sterne stehen auch für meine drei Geschwister. Und es sieht halt aus wie Assassin's Creed 3. Das ist der einzige Teil, den ich nie gespielt habe. Wann hast du es stechen lassen? Das war mein erstes Tattoo mit 17. Das kam mit 18, 19, 21. Du bist jetzt? 25. Aber die habe ich mir letztes Jahr stechen lassen. Ah, letztes Jahr, okay. Die beiden. Und wofür stehen die nordischen Runen? Keltisch? Was habe ich gesagt? Nordische Runen, ja. Richtig, ja. Für Glück, Hoffnung, Stärke und inneres Wachstum. Ja. Ist unangenehm, wenn der andere dann auf einmal aufhört zu reden, habe ich gerade festgestellt. Fand es dann aber irgendwie auch ein bisschen zu lustig. Geh wieder ja, ja, geh dein Alkohol trinken, passt schon. Darauf erstmal einen großen Schluck Whisky-Cola jetzt. Eieiei. Ich habe einen Hörner mit Milchtüten, Groot und einen Bleistift, eine Kassette mit ganz vielen anderen.
Bunten, okay. Bunten, einfach nur bunten. Ah, wie melde ich mich nochmal für ein Newsletter an? Das ist gut, dass du fragst. Du gehst einfach auf fivi.gg und dann gibst du deine E-Mail-Adresse da ein. Kein Problem, Nils ist sehr schnell. Der wird dich jetzt auch damit versorgen. Hat jemand die Zeit im Blick? Es müssten 10 Minuten sein. Ich bin wirklich, ich habe noch nie so lost in Kartoffelgratin gemacht. Also ich habe die Zeit ganz genau im Blick. Du bist bereits bei einer Stunde 38. Ja, die sehe ich ja auch, die Zeit, dass ich so dumm bin und so lange brauche. Aber ja, einfach auf den Link klicken, den Nils gepostet hat. Seht ihr das da unten? fivi.gg? Sieht ein bisschen aus wie eine Scam-Webseite, ist aber die richtige. Könnt ihr euch schon mal anmelden. Falls ihr neu dazugekommen seid, ich mache eine eigene Küchenmarke. So heißt die. Und dann geht's los. Ich habe eine Fliege. Boah, ich glaube, ich könnte mir keine Insekten tätowieren, ne? Ist das so, das machen so Leute immer mit diesem Neo-Traditional und so. Die haben immer ganz viel so Motten und sowas, ne? Ihr habt doch um 18 Uhr angefangen, ne? Oder nicht? Ja, ja, schon so um den Dreh. Wird eine kürzere Nachspeise. Ich habe da Hennessy im Kühlschrank, alles gut. Du hast, Nils ist auch tätowiert. Er hat ein Zunftzeichen der Zimmerer auf dem Oberarm. Boah, das ist ja richtig cool sogar. Du hast eine Weltbuntlilie. Und einmal ein Freundin-Tattoo, Zitronenglas, Salzstreuer. Okay. Zitronenthema auf jeden Fall. Da kennen wir auch eine. Das meist tätowierte Motiv sind Schmetterlinge. Die Fliege ist nur 5 mm groß. Das ist tatsächlich eine kleine Fliege. Fruchtfliege also. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Der komische, bärtige Mann grinst dich dann an am Ende. Mhm. Alles auf dem richtigen Weg zumindest, yes. Eine Mücke. Zitronentee ist ein Thema. Ja, ja. Ja, Nina ist auch Frau Dr. Zitrus hier auf jeden Fall. Aber haben viele, ne? Viele haben so ein Zitrus-Thema. Ist mir auch mal aufgefallen in letzter Zeit irgendwie. Ich finde ja Limette immer so gut. Ich mache so ein mexikanisches Essen, mache ich sehr gern. Und dann so irgendwie so Salsa mit so einer frischen Limette reingepresst. Wir hatten heute argentinisches Essen, was wir in Düsseldorf euch bald empfehlen können. Und da war es auch so frische Salsas und sowas. Das war ganz wild, die Nummer. Schmetterlinge, ein Logo von einer Band, ein Sänger und ein Drachen. Ich habe ein BFF-Tattoo am rechten Knöchel. Zwei Herzen übereinander. Untere. Ah, okay, crazy. Das ist süß. Myrtle Turtle, dankeschön für die 18 Monate. Eine Weltbundlinie, da kommt die alte Pfadfinderin raus. Boah, ich. Wild. Ja, aber was sind denn die Stile? Habt ihr denn so, was ist das? Realismus? Feinlein hatte man einmal. Neotraditionell? Ich weiß es nicht. Ich finde ja so Feinlein-Sachen auch schön. Aber ich finde die so mit so geometrisch angeordneten Dingern ganz cool. Wasserfarben, Watercolor, das sieht immer so aus, hättest du so blaue Flecken, oder? Vanessa Malwanne hat auch so Watercolor am ganzen Arm. Und dann sieht man, ich glaube, die hat das hier oben so auch über die Schulter. Und immer wenn die so ein etwas weiteres Top trägt oder sonst irgendwie was, dann ist es halt super weird, weil dann immer so diese Farbklecks hier rauskommen. Das sieht immer so aus, hätte die sich die Schulter geprellt. So, als wäre da so übel, weil hier ist so ein roter Farbfleck und so ein blauer dann immer, der da rauskommt. Sieht richtig weird aus. Ich habe da Pfadfinder gehört. Gut Pfad, meine Kerlinnen. Alter, Mano. Gut Pfad in die Runde. Ich habe eine Lotusblüte am Bauch, will aber unbedingt weitere, aber ich kann mich nicht entscheiden. Mach doch einfach mehr Lotusblumen. Überall. Dann wirst du bekannt im Internet als Dr. Locus Pocus. Ich hätte gern was mit dieser Wasserfarbenoptik. Ich habe lila, grüne und rote Flecken. Ja, das sieht auch geil aus. Also ich finde, also muss man tragen können, das, was man jetzt immer sagt, ne? Aber, also sieht schon cool aus. Aber wäre zum Beispiel jetzt nicht mein Fleck. Fleck? Style, nicht Fleck. Wer sagt denn, das wäre jetzt nicht mein Fleck? Junge, ich bin so verballert heute, das ist unfassbar. So, Auflaufform mit Butter ausstreichen, Kartoffelmasse bla bla bla. Ja, passt schon. Einfach, ich muss doch da jetzt nicht Butter reinmachen, Alter. Okay, warte. Wir machen Trick 17. Ihr kennt das ja sicherlich noch von früher. Ihr habt Butter und müsst eine Form auskleiden. Dann ist der Tipp von mir, ihr habt immer zwei Butter zu Hause. Ihr habt eine Butter zum Bestreichen von Form und eine Butter, die ihr verwendet. Weil dann könnt ihr mit der einen Butter, die so nehmen wie so ein Maß, so einen kleinen Maßriegel und dann einfach so direkt durch die Form einmal alles ziehen, weil ich werde das hier nicht mit irgendwie so einem Krepp oder sowas, so einem Küchenkrepp hier nochmal das einwickeln, sondern ich mache das schön hier aus der Butter selber.
Zack, einmal durch. Zack, super, toll. Jede Ecke ist eingefettet. Super. Dann haben wir so eine leicht abgerundete Butter und die passt beim nächsten Mal wieder in jeden Topf. Ich habe immer 4 Butterdinger zu Hause. Butterdinger. Mhm. Keine Ahnung, was ich für Stile habe. Ich finde das schön und dann wird losgetackert. Finde ich gut. Aber ich brauche immer, glaube ich, so einen Plan. Also manche Leute können das auch tragen, aber per se sind ja auch so verschiedene Stile, sind ja auch so Patchwork-Sachen dann, ne? Aber so ganz durchgehende Dinger, so Sepp hat das ja auch gemacht, so von einem auf den anderen Tag hatte der ein komplettes Sleeve mit One Piece auf einmal, so komplett bunt auch, das ist richtig crazy. Sepp ist ja der Ultra-One Piece-Fan. Und das finde ich zum Beispiel krass, so ein ganzes Sleeve mit einer Sache, könnte ich jetzt nicht. So, das finde ich zu crazy. Also dann immer noch so, weißt du, mit wie alt ist Sepp jetzt, auch Anfang 30 oder so, und dann noch mit 60 ein One-Piece-Sleeve zu haben. Und One Piece ist ja noch nicht mal zu Ende, oder? Das heißt, es kann immer noch scheiße werden. So, ne? Und dann halt so, nee, war aber schon bis Folge 1300 geil und dann wurde es erst so. Und dann kommt die schwarze Linie. Ja, ab da ist dann stopp, stopp. Ab hier nur noch Bullshit. Also ich liebe das Tattoo von Sepp, ich finde das richtig cool. Aber das ist zum Beispiel mein Plan. Ich habe ja hier, wie gesagt, diese ganzen Gaming-Sachen, so, das will ich halt weiterführen. Ja. Mit jedem Spiel, was mich so geprägt hat. Ich will mir noch ein Pokémon-Tattoo stechen lassen, weil das ist halt so komplett meine Kindheit gewesen, begleitet mich heute noch. Kennst du diese Tattoo-Patches, die so übelst angesagt sind? Die sehen richtig weird aus. Ach, was so aussieht, als wenn du dir so ein Patch drauf gemacht hast, wie eigentlich für so eine Jeansjacke oder so. Das würde da crazy nicht hinpassen, weil das bunt. Aber ich glaube, die verheilen auch richtig scheiße, to be honest. Ich habe die noch nie verheilt gesehen. Die siehst du immer nur frisch gestochen, dann sehen die richtig crazy aus. Mhm. Mhm. Dann bist du halt ein cooler Opi. Ja, also ich find's. Mhm. Eine Freundin ist gerade beim Sleeve dran und bei ihr ist auch traditional mit Leuchtturm, Blumen, Anker, etc. Ja, es ist auch cool. So, also ich glaube halt eher, das, was ich auch lange fühlen würde, sind halt eher so kleine Sachen vereinzelt und dann an größere Sachen. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, wenn ich jetzt dann endlich mal anfangen sollte und ich hoffe, ich kriege es jetzt bald mal geschissen, werde ich, glaube ich, tatsächlich bei Beinen anfangen. Weil das kann ich so weit und so lange noch für mich halten und auch ausprobieren, dass ich, glaube ich, damit fein bin. Schulter ist auch fein, aber ich finde, wenn du so sagst, so Patchwork-Sachen, dass du auch verschiedene Künstler und so, wenn ich will auch mal irgendwo hinreisen und so für sowas, weißt du, dass du so ein bisschen was sammelst und dass das auch eine Geschichte hat und so Sinn, so dann will ich halt überall, also ich finde Placing auf dem Arm ultra schwer, weil das ist schon echt für alles andere so maßgeblich und ich finde, das so ein bisschen zu üben, von dem, was ich mir auch reingezogen habe, von Leuten, die das auch schon seit Jahren machen, die sagen auch, ey, wenn du ein gutes so, also wenn du so vereinzelt Sachen machen willst und dann das in irgendeiner Form verbinden möchtest, dann ist so Beine schon gut, um dann wirklich schon mal so einen Überblick zu kriegen und dann kann man sich so hocharbeiten. Oder was auch viele sagen, ist halt, man soll Bauch so mäßig anfangen, weil das safer ist als Arme. Weil alle wollen immer Arme, weil es irgendwie ein, zwei Sachen sehen cool aus. Aber dann hast du irgendwie bei so Patchwork-Sachen, wenn du so kleinere Sachen überall hast, dann ist eins zu nah am anderen und dann ist irgendwie alles ziemlich wack. So, dann sieht es wieder too much aus an einer Stelle. Unser Azubi probiert sich selbst gerade zu tätowieren. Ja, ich habe ja auch mal gefragt, ob Tätowierer bei mir in der Community sind. Und wisst ihr, was mir da geantwortet wurde? Ganz viel liebe Sachen von Leuten, die mir ihre Tätowierer empfohlen haben. Ich habe auch viele bis fast alle angeguckt. Einer war dabei, ich weiß nicht, ob du gerade zuguckst, der hat zu mir gesagt, da ist Tätowierer in Mönchengladbach, ihr zieht doch nach Mönchengladbach. Habe ich gesagt, ja. Habe dann so reingeguckt in die Empfehlung und der Typ macht nichts anderes, außer Nordkurve Borussia Mönchengladbach-Tattoos seit 10 Jahren zu stechen. Und ich war so, ja, ist fein, also let's go Nordkurve, habe ich wirklich, das Letzte habe ich dagegen, aber hä? So, ich war so, das ist so das, wo du mich siehst? Okay, also Gladbach-Tattoo wird es jetzt gerade nicht, bin ich ehrlich. Also ich mag Gladbach gerne so, aber boah, jetzt kein Borussia-Tattoo gerade in meinem Leben. Das wäre ein bisschen komisch. Das ist das weirdeste Kartoffelgratin, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Ich mache die restlichen Kartoffeln jetzt da noch rein. Das ist so weird. Ich find, Freddy, was bist du denn jetzt so? Es ist nur komisch, Timo. Manchmal ist es super merkwürdig. Die sind jetzt gekocht, die anderen nicht. Ich verstehe das auch nicht. Geh da rein, so. Zack. Einfach so. Du machst da noch was rein für den Biss nachher, ne? Ja, ein bisschen, die deren Blinddarm entzünden. Die nicht so durch sind. So, passt doch. Zack, dann muss er jetzt noch Käse drüber.
Dann bestimmt Air Clans Magic Moon, oder? Die haben, da habe ich nicht mein erstes Tattoo her. Ich weiß es nicht. Ich kann tätowieren, aber ich übernehme keine Haftung. Nee, sowas will ich nicht. Ich will schon, also ich habe eine coole Person gefunden, der ist, glaube ich, in Düsseldorf. Da fand ich auch die Sachen gut und ich glaube, da kann man gut mit anfangen. So, ich brauche halt jemanden, der gut zeichnen kann und das, was ich möchte, der Lust hat oder die Lust hat, und das ist das Wichtigste, mit mir zusammen, mit dem, was ich möchte, Sachen zu entwickeln. Und auch mal vielleicht das ein oder andere Wanna-Do, wenn das denn passt, dazu zu machen. So, das finde ich cool für einen Anfang. Aber ich möchte selber eigentlich schon von verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen einzelne Motive dann haben, die dann auch zu mir passen oder wo Übereinstimmungen sind mit den Sachen. Clara zum Beispiel macht das ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt bei Clara. Sie postet es immer auf ihrem Instagram. Clara zum Beispiel thematisch links ihr Bein. Sind so alte Fantasy-Geschichten. Die hat so Fuchor von Die unendliche Geschichte ja auf dem Bein tätowiert. Und rechts auf dem Bein sind Tiere, aber so weirde Tiere. Die hat zum Beispiel letztens sich eine Cowboy-Katze stechen lassen. Das ist eine Katze, die guckt so mit, also nur ein Katzenkopf, und die hat so eine Sheriffsmütze auf. Und darunter ist irgendwie so ein Fisch, weil sie kommt ja aus der Schweiz, Nähe Bodensee, so. Und irgendwie noch so ein paar andere Tiersachen. Die hat zwei Tattoos von Jodie tatsächlich, hat Clara auch. Eine der wenigen, aber sie hat welche. Ja, aber das so ein Bein ist Tiere, ein Bein ist so Geschichtscharaktere. Und dann hat sie hier oben, glaube ich, noch hier hinten einen kleinen Dackel tätowiert auf dem hinteren Arm. Ja. Nicht hinlegen, am besten im Sitzen schlafen. Schmerzgel bringt irgendwie nichts. Ich habe selbst beim Schlucken Schmerzen. Wegen Weisheitszähne, ja. Wird besser, sind jetzt raus, positiv bleiben. So, ich brauche irgendwie mal so eine Reibe. Liebe Microplane, wo bist du denn? Ich glaube nicht, dass du hierfür sinnig wärst, ehrlich gesagt, aber... Ja, doch. Ich brauche größere Stückchen. Ach so. Ja. Mein Freundeskreis besteht zur Hälfte aus Tätowierern. Ich kann sie nur empfehlen im Kreis Bochum. Ja, also ich will auf Suche gehen, immer mal wieder nach ein paar Leuten. Ich fände es auch cool, mal im Ausland von ein paar Leuten was so machen zu lassen. Ich fange jetzt erstmal entspannt an. Ich muss jetzt erstmal einen Startschutz setzen, weil ansonsten ist nur Gelaber. Bitte? Ich habe eine Tattoo-Maschine. Ja, du hast natürlich eine Tattoo-Maschine, Timo. Meine Fresse. Und da kommen wir wieder full circle. Jetzt reicht's mir. So. Gucken wir mal. Erstmal muss jetzt dann der Startschuss gesetzt werden. Und dann werde ich jetzt erstmal dann von meinen Eltern ganz lange angeschrien und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt in 2 Stunden einen Kartoffelgratin gemacht. Da sind wir jetzt. Ich habe einfach Milch darüber geschüttet. Mir ist auch egal. Mir ist einfach egal geworden jetzt in den letzten paar Minuten. Ist einfach, also alles, was da war, ist jetzt egal geworden. Aber Mittwoch eskaliert immer. Mittwoch ist immer ein bisschen komisch. Gerade wenn natürlich hat er eine Tattoo-Maschine. Ich pack's nicht. Nee, aber das Ding ist halt, der labert keine Scheiße. Wenn ich sagen würde, Timo, bring morgen die Tattoo-Maschine mit, dann steht die hier morgen. Es ist fucking gruselig. Ich mache da jetzt Parmesan auch drüber. Ich weiß auch nicht, warum. Wer lange Haare hat, darf auch Tattoos haben. Ja, ist eine gute Regel. Findet Timo noch alles in seiner Wohnung oder geht es ihm wie Freddy in seiner Küche? Ja, das Problem an der Küche ist halt, ich habe keine Schubladentrenner. Ich habe kein System in den Schubladen. Und das viel Wichtigere, ich habe sie selber nicht eingeräumt. Ich habe sie einräumen lassen, weil wir 2 oder 3 Wochen unterwegs waren. Damit ich direkt anfangen kann zu arbeiten. Und ich wusste, ich baue die ja eh selber nochmal auf. Das heißt, das steht noch aus. Ich würde da mitkochen, würde ich verhungern, weil du so lange brauchst. Ja, stimmt, ist ja Mitkoch-Stream. Sorry, falls ihr das guckt, weil ihr das kochen wollt. Manchmal ist Mittwoch chaotisch. Ich lese euch gleich auch das Crepe-Ding vor. Ich weiß nicht, ob ich selber noch schaffe, ein Crepe zu machen. Aber ich glaube schon, solange das im Ofen ist, kriege ich schon hin. Mich macht so ein bisschen, also mich beunruhigt dieser Hennessy da im Kühlschrank. Naja. So manch einer, der Hennessy und Mountain Dew getrunken hat, hat ja heute diverse Kinder in diese Welt gesetzt, ne? Du Lonari? Dead Adam? Du hast doch Merch von allem, als ob du kein Dead Adam Merch hast. Ja. Liegt zu Hause im Lager? Bei meinen Eltern, ja. Weißt du, was du mal machen müsstest? Hm? Leute, ihr wisst eine Roomtour? Nee. Du müsstest mal eine Roomtour machen, da sind wir nächstes Jahr noch dran, glaube ich. Weißt du, was du mal machen müsstest? Wir laden mal MC Fitty ein. Wenn du umgezogen bist. Und dann machst du mal mit MC Fitty eine kleine Lagertour. Denn MC Fitty ist vor allem eins, ist Lagerexperte. Er hat viel im Lager, nämlich auch bei sich. Aber ist wichtig, glaube
viel Käse. Wirklich, ich habe mir in meinem Leben noch nie für etwas so wenig Mühe gegeben wie für das hier. So, schauen wir mal. Rein in den Ofen. Das sieht aus wie ich. Gottlos. Das sieht aus. Du trägst ein Kreuz um den Hals, Timo. Das ist eine Abschreckung. Zur Abschreckung. Zur Küchensteuer, damit die nicht wieder zurückkommt. Bei mir ist das jetzt ein Statement. Hm. So. Viel Käse hilft viel. Voll. Timer auf 20 Minuten. Steht im Rezept. 20 Minuten. Los geht's. Alter Vater. Was ein Thema. MC Fitti kommt aus dem dorfigsten Kleinstadt, Gifhorn. Ja, ich weiß. Jetzt Krebs. Schau mal kurz ins Rezept. Krebs. So, Mehl, Milch, Salz, 12 Portionen. Wie wäre es denn mit einer? 20,8 Gramm Mehl. Liebe ich ja. Liebe ich ja so Rezepte. So. Cognac. Ah, deswegen haben wir das hier tatsächlich. Cognac. Ja, komm, das kriege ich hin in der Zeit. Ich glaube, ich sage, in 20 Minuten schaffe ich das. Ich mache aber per Hand. Weil dann wird unangenehmer. Ja. So. Machen wir uns mal hier sowas fertig für so einen kleinen Crepe. Ah, wer wiegt, verliert. Wer wiegt, verliert, sage ich immer. So, also, wenn ihr morgens euer Proteinpulver habt, Jungs, einfach mal ein bisschen mehr, nicht 3 Esslöffel, mal 4. Dann wirst du nicht nur stark, sondern auch fett. Ich habe heute Stories von Luca gesehen, ne? Hast du gesehen? Luca, folgst du ihm? Nee. Laser Luca? Nee. Sympathischer Mann, groß, sehr attraktiv. Ich kenne ihn. Ach so, ja, der macht immer so Coaching-Sachen und da postet er in seine Story und der hat heute, muss mal gucken, ist nur online, ist gerade vom Coaching heute, und da hat er Stories gemacht, wie er so mit Hanteln trainiert. Alter, der hat Oberarme, die sind so groß wie mein Kopf geworden. Das ist richtig. Guck dir mal die Story an. Das sieht übelst insane aus. Also Shoutout, Luca. Also es ist komplett geisteskrank, die Nummer wieder. Also der hat immer schon einen kranken Körper, aber was der momentan wieder abzieht, ist wirklich heavy. Wirklich crazy. Mehl. Ich weiß ja, wie so ein Teig aussieht. Das kann ich doch jetzt. Also dann brauche ich auch kein Rezept vor. Milch! Ja. Not bad. Krank, ne? Heftige Oberarme, oder? Da gehe ich dann wohl mal gucken. Annika. Oberarme. Das sind bei allen immer Oberarme, ne? Alle haben es mit Oberarmen. Clara ja auch bei mir. Hier, ich sage immer, fühl hier, Clara, fühl hier, mache ich immer. Jedes Mal, wenn ich zu Hause sage, ich fühl mal hier, was du für einen Muckimann hast. Für einen Muckimann, sage ich immer, guck mal hier. Hier vorne, ganz stark. Das ist der größte Muskel, ist da. Der ist der Wrestling-Muskel. Geht dann da rein. Ja, deinen rauen Ellenbogen, nix rauer Ellenbogen. Der ist super sanft. Das ist ein Babypopo. Der lockert Sachen. Aber alle Muckis immer, ne? Alle Mädels, die wir hier haben, sind alle so Mucki-Mädels. Stehen immer auf Mucki-Arme. Und was kriegen sie von uns? Dead Bodies. Was ist das? Das ist. Was machst du hier? Was ist das hier? Was ist das? Was passiert dann? Da passiert nichts bei mir. Warum passiert da bei dir was und bei mir nichts? Was machst du? Was ist das? Warum machst du so? Rufst du Korax? Dein Raben? Was ist los, Vincent Raven? Korax, nein, Korax ist weggeflogen. So, Mehl. Ich lasse mich jetzt nicht mehr ablenken. Mehl. So, Milch. Mhm. Salz, nur ein bisschen. Vanillezucker. Ich mach das schnell. Ich krieg das gut hin und ich krieg das schnell hin. Lecker wird das. Sag noch mal einer, ich wäre nicht durchgetaktet und gut getimed. Wo ist Vanillezucker? Bestimmt im Kühlschrank, sage ich dir. Er liegt bestimmt vorbereitet im Kühlschrank. Vanillezucker. Kein Ding. So, davon nehmen wir dann. Da bin ich wieder. Wie war es denn für dich, Annika? Wie war es denn? Sag mal, erfahrungstechnisch von einer 1 bis 10, was sagt man zu so Oberarm? Ja. Ja, was sagt man jetzt? Ich bin jetzt mal gespannt. Mal gucken, bis 10 müssen wir jetzt mal gucken. War schön, 10. good experience would recommend. 10 out of 10. Heb mich hoch. Ah! Erstes Date, irgendwann so. Ich schwöre, es war wirklich ein schöner Abend, aber ich habe noch eine Frage. Und er lehnt sich so zu einem Kuss runter zu dir und du bist so, nee,
kannst du mich einmal hochheben, du hast so Muckis. Und dann sagt er so, okay. Und dann fliegt er einfach hoch, weil so crazy Muckis hatte der. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss, Gerrit. Tschüss. So, Eier brauche ich noch. Cognac, zerlassene Butter. Ach, zerlassene Butter. Schmuttern. Da geht auch feste Butter rein, sage ich. Nichts zerlassen. So, mal Cognac hier auf und dann fetzert richtig die Nummer. So. Das ist der Traum. Da war wieder eine. Geht wieder ein mit Mucki. Entschuldigung. Warum ist der offen? Warum ist der noch verpackt? Hä? Wir hatten auch den schon mal für irgendwas zum Kochen. Schmeckt gut. Der Jester, Dankeschön für ein Prime Sub. Ich kann dir für das Tattoo nur Human Instinct in Bonn empfehlen. Ein tolles Studio mit mega Künstlern, die Vorstellung von einem nice umsetzen. Mhm. Ja, also das Gute ist ja heutzutage, du kannst ja viel auf Instagram rumgucken, was sie schon gemacht haben, wo du dann auch gucken kannst, wie die Sachen auch verheilt sind, weil nicht jeder zum Beispiel Feinlein-Künstler oder jede Künstlerin sticht dann so gut, dass es auch vernünftig verheilt. Ja, und dann schauen wir mal. Ich muss ja dann generell nochmal gucken, wie auch meine Haut auf sowas reagiert. So, bisschen Butter, die ist ja zerlassen. Passt. So, perfekter Crepe-Teig. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Der schüttelt schon die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Also, ich mache das ja für euch, ne? Damit ihr dann auch irgendwie mal gute Rezepte habt, die ihr mitmachen könnt. Also, ist jetzt nicht so ein Ding nur von mir. So, das jetzt verrühren. Pfanne erhitzen. Jade, jade, jade. Ja, ist zu wenig, ne? Muss da mehr rein. Was machst du gerade? Machst du dir noch einen Whisky? Wie kommst du nach Hause, Timo? Dein Hund ist hier. Muss ich euch fahren? Ich mache mir langsam Sorgen. Es ist Mittwoch. Wir gehen morgen als Team was trinken, Timo. Wusa. Ich brauche Hilfe. Aha, aha. Jetzt schütt noch was Hennessy da rein. Muss da nicht noch Ei rein? Ach ja. Ja, aber ist nicht schlimm. War auch noch ein bisschen Milch drin. Das ist ja, gibt nie zu viel Milch, sage ich immer. Hier sind so Eier sortiert jetzt im Kühlschrank. Das ist super gruselig. Eins geht. Guck mal, ob die Eier noch gut sind. Ja, ja, das sind die neun. Eine Freundin hat dir deine Tattoos gestochen. Ja, ich glaube, wenn man so einen festen Künstler hat, mit dem man fein ist, ist es gut. Und mit dem kann man dann auch ausarbeiten. Also die werden ja auch Leute kennen, weißt du, die in einem Bereich unterwegs sind oder dich dann auch weiterempfehlen können. Glaube ich, schon cool. Gibt es hier in Köln nicht sogar auch eine Tattoo-Messe in den Messehallen? Hier gibt es immer mal wieder Tattoo-Messen. In Mönchengladbach ist auch eine der größten Tattoo-Messen gewesen im Jahr. Kaiser-Friedrich-Halle. War immer, konntest du dich auch direkt tätowieren lassen. Mhm. Freddy, ich bin ehrlich, das sieht nicht gut aus. Es kommt. Manchmal werden Sachen auch erst gut, nachdem sie richtig, richtig durchgerührt wurden. Riecht schön nach Cognac. Riecht wie Paris. War ich letztes Jahr. Hat genauso gerochen, die 5 Tage. Ich glaube, ich habe aber auch nur mich selber gerochen. Viel Cognac getrunken natürlich. Wenn man schon mal in Paris ist, ne? Dann rein da, sag ich. Das ist doch ein guter Crepe-Teig. Ist zwar so ein bisschen so, als wenn jemand, der schweres Alkoholproblem hat, sich das jetzt machen würde, aber ich glaube, Annika hat vielleicht das auch schon am Wochenende so recherchiert, die ist ja da. Kann ja sein, dass da einfach die Cognac-Lust wieder übermannt wurde, weil Cognac in Crepe-Teig habe ich auch noch selten gesehen, so ein Ding. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie Crepe-Teig gemacht. Du hast noch nie Crepe-Teig gemacht, immer die Schütteldinger? Ich habe noch nie Crepes selber gemacht. Du hast noch nie Crepes selber gemacht, das nee. Kann sogar ich. Annika mal wieder schön ans Wochenende gedacht, ey. So. Timo auch schon mit dem Fuß im Wochenende. Junge, ist das viel. So, zack. So, da ist ja noch, sind so kleine Butterstückchen drin oder so. Sturmi hat mal Krebs gemacht vor 3 Jahren. Bitte? Butterstücke laufen ja auch auseinander.
Butterstücke laufen auseinander. So ist das. Genau. So. Bei Krebs gibt es auch Joghurette statt Zigarette. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Ich habe ein komisches Gehirn und wir müssen alle damit leben. Was ist hier dran? So, ich habe, glaube ich, sogar so ein Crepe-Ding, ne? Wo man das so mitmacht eigentlich. So, wo man das gießt. Aber ich habe die Stange dafür nicht mehr. Deswegen müssen wir es jetzt leider mit so einer Pfanne machen. Aber damit wird es bestimmt auch gut. Habe ich nicht eingefettet, habe ich ja gesagt. Wird schon klappen. Keine Sorge. Cognac auf dem Crepe kenne ich. Im Crepe kenne ich auch nicht. Nee. Cognac kannte ich nur zum Ablöschen bis dato. Ist gut. Ist gut. Aber du kannst es besser aussprechen als ich. Ich arbeite seit 5 Jahren in einer Ingenieurgesellschaft und kann es immer noch nicht aussprechen. Was denn? Was aussprechen? Hennessy? Crepe? Crepe? Ingenieursgesellschaft? Was kann man denn? Was? Hä? Pfannekuchen, Eierkuchen incoming. Das ist ein Crepe! Muffin statt Soufflé und Pfannekuchen statt Crepe. Ich weiß es doch nicht, also. Ist doch ein Crepe jetzt. Das Crepe-Teig, dann. Oh. Ups. Dann wird das Crepe. Es sieht beides ungefähr zeitgleich fertig. Also, ich habe hier viel Kritik gelesen heute an meinem Verhalten zu Zubereitungsweisen, aber am Ende hat Freddy mal wieder abgeliefert, sage ich. Zack. Einfach mal wieder klassisch durchgezogen. Bam, Punktlandung, Bad, 20.05 Uhr. Hat er einfach nur fertig gemacht, das ganze Ding. Solange es kein Crepe-Teig wird. Es ist ein Crepe-Teig. Ach, okay, ja gut. Rezepte von lecker.de. Nein, wir sind heute auf Chefkoch. Grüße gehen raus. Nicht vergessen, wir mögen Chefkoch. So. Wir mögen alle Rezept-Webseiten. Zack, aufgeräumt. Ja, ich sag's immer. Nur die Küche muss groß genug sein, dass man innerhalb von einer Minute aufräumen kann. Sauber. Aber mag Chefkoch euch? Ja, ja. Chefkoch und ich, wir sind cool. Also, weiß ich nicht, ob alle so empfinden, aber ich kenne Teile von Chefkoch-Mitarbeitern. Ein paar inzwischen schon. Ich habe auch schon mit ein paar geredet. Und die finden das eigentlich ganz gut, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also, ich habe zumindest, ist zu mir noch nichts Schlechtes durchgedrungen, wenn dann immer nur die guten Sachen. Also, ja, also es beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist, Chefkoch hat mir geholfen. Und wenn die nichts gegen mich haben, bin ich auch glücklich, so mal. Kannst du mal mit Ju kochen? Ja, ich glaube, die drehen gerade schon wieder so ihre Videosachen, oder? Ist das nicht jetzt? Ich weiß es nicht. Also ich wollte auf jeden Fall mal einen Dreh ausmachen, da war keine Zeit gerade. Und ich bin ja auch dann nie so nervig, ne? Also jetzt haben wir eh den Umzug vor der Brust, da wird nicht so viel mit anderen passieren können, aber dieses Jahr auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen was. So. Seid ihr bereit? Kurz rumgefloppt hier. Na? Und eins, zwei. Hallo. Eins, zwei. Ich sehe, dass der noch nicht sich so löst, wie ich das wollen würde. Okay. Eins. Du bist einfach der Gott, hast du gerade gesagt. Und genau so möchte ich hier nicht angesprochen werden. GG, du meinst Phoebe.gg, wo ihr euch jetzt schon eintragen könnt zum Newsletter. Kommt noch was mit den Freuds? Bestimmt. Keine Ahnung, es ist April. Ich weiß noch nicht, was im Mai geht. Natürlich weiß ich, was im Mai geht. Natürlich weiß ich das. Na klar. Oh. Puh, danke Nils. Perfektes Muster. Ja, ist super Crepe.
Wie geht's den Kartoschkis? Meine Uhr sagt, gut, in 5 Minuten sollte es denen am besten gehen. Es brutzelt. Also die anderen sind doch auch durch. Es wird ein gutes Ding. So, wie sieht's denn bei euch aus am Wochenende? Was geht bei euch? Was ist die Planung? Timo, du bist in Hamburg. Ja, ich bin in Hamburg. am Samstag? Geburtstag von meinem Dad feiern. Geburtstag von deinem Vater feiern. Das ist ja sehr, was sehr Vernünftiges. Umzug, okay. Ich werde auch, glaube ich, schon ein paar Sachen hier umziehen lassen. So ein bisschen Technik, die wir jetzt noch nicht oder nicht brauchen gerade. Die kann man irgendwie schon mal ein bisschen umziehen lassen. Das wurde mir auch nahegelegt, Technik selbst zu transportieren. Weiß ich aber nicht, ob ich das so mache oder halt auch nicht. Umzug. Du auch, Annika? Am Wochenende schon? Ist nicht später? Brauchst du Hilfe? Also ich habe einmal gehe ich schon mal in so einen großen Store, um so wo Max und Dave auch eingekauft haben. Den haben die ja damals empfohlen. Hier in Leverkusen ist ja, glaube ich, nicht Köln. Da gehe ich hin und dann gehe ich so Büromöbel gucken und shoppen. Ich mache immer Kisten, jetzt schon nach und nach. Ah, okay. Genau, das mache ich zum einen und danach fahre ich mit Louis, glaube ich, nach Gladbach, weil ich fahre dann zum Schreiner und er geht nochmal zur Besichtigung. Und dann habe ich den ganzen Tag Schreinertermin. Sonntag ist wieder Kunst- und Kultursonntag mit Frau Nino. Da geht es ins Museum. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir sind dieses Wochenende. Ich glaube, wir hatten eine Idee. Das ist irgendeine neue Ausstellung. Ich glaube, Wuppertal war dieses Wochenende. Genau. Und das war's dann schon. Also ein bisschen entspannen, alles drumherum. Fülle ich mit so Kleinigkeiten, die noch jetzt so zu tun sind. Rund um die Umzüge, aber. Ist viel Platz in der neuen Location? Es wird gut. Es wird gut. Lernen. Am Dienstag die schriftliche Prüfung von der Ausbildung. Oh, wir drücken die Daumen, sage. Ja, und dann, wie gesagt, nächste Woche ist noch ein bisschen drehen und ab nächster Woche Mittwoch wird gepackt. Darauf freue ich mich schon. Wochenende wohl arbeiten im Betrieb 2. Arbeiten im Betrieb 2 ist im Rückstand, was die Arbeit angeht. Oh. Rummel und Kino. Hört sich alles sehr gut an, was ihr vorhabt. Sage ich euch, wie es ist. Es hört sich an wie ein Top-Wochenende bei allen. So. Ich muss ja natürlich auch momentan bei der Sport-Challenge die Umzugssituation ausnutzen, dass die anderen vor mir umziehen. Und dann gerade nicht so regelmäßig Sport machen können wie ich. Deswegen, ich komme immer näher ran. Also ich bin nicht weit weg von Timo. Aber es ist noch ein Abstand. Also ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist, aber ich glaube, Timo ist immer noch 34. 34, ich habe 31. Ne? Ich bin nah dran. Also schon näher. Ich werde heute immer noch Sport machen. Bitte? Ich gehe heute noch Sport machen. Ja, ich mache wahrscheinlich auch heute noch ein bisschen Sport. Wer braucht schon Booster, wenn er 2 Gläser Cola Whisky also, drin hat? Also, was ich übrigens mit euch mal besprechen will, ich habe ja fast alle da. Also, Nina nicht, aber Annika und dich habe ich ja gerade hier. Martin ist ja auch gerade im Urlaub, der wird höchstwahrscheinlich auch nicht hier sein. Aber wir sind ja sozusagen die Sportgruppe. Und was ich jetzt fragen will, ist Folgendes. Wenn alle einen Umzugstag mitmachen, geben wir uns dann, aber auch nur, wenn alle dabei waren, alle einen Punkt mehr, damit man sich danach nicht noch zum Sport zwingt. Aber da hat man ja nichts gewonnen. So im Endeffekt, weil ob alle jetzt einen Punkt mehr kriegen oder halt nichts sich verändert an dem Stand, weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber dann ist gut trotzdem, weil wir halt was gemacht haben, wenn wir am Ende des Jahres da drauf gucken. Ja, aber machen tun wir es ja sowieso. Ja, ja, das ist halt so die Frage. Also von mir aus können wir das machen. Punkt mit oder halt auch nicht, also ich weiß es halt nicht. Weil wir sind ja schon mal umgezogen. Ich hatte ja schon mal 5 solcher Wochenenden mit Schleppen. Habt ihr geholfen? Du hast mir auch geholfen davon, ja. Ein paar Mal. Und dann, da haben wir uns ja keine Punkte gegeben, nämlich dafür. Aber da waren wir halt auch nicht komplett. Und das fände ich dann irgendwie super unfair, so. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt. Ja. Ich wollte es mal so einwerfen. So. Crepe. Crepe. Dann bekomme ich auch einen Punkt. Juhu, Nils. Ey, oh, ja, aber Nina kriegt ja auch einen Punkt. Aber du bist nah dran an Nina. Ich weiß aber nicht, ob du da einsteigen willst, Nils. Ne? Es geht immer noch um 100 Euro Einsatz dann bis Ende des 200 Jahres. 200 oder nicht? Waren es 200? Nee, 100. Ach, verdammt.
Keine nicht zwei, nicht 200, nee. Komm, alles oder nix? Nee. Nächstes Jahr wird sich da einiges tun. Also ich habe eine Liste, sicherlich wie manch andere auch da von uns. Das war ja der erste Versuch. Wir sind im April. Ist noch nicht mal mittendrin. Wir sind noch Q2 also, gerade Anfang. Verloren ist halt verloren, ne? Timo, keine Sorge. Freddy, wenn ich jetzt erstmal einmal wieder richtig aufdrehe. Du unterschätzt Annika und wie leicht deine Beine zu brechen sind. Oh, da kann man sich jetzt wenig bewegen. Das habe ich schon mal selber gemacht. Ja. Als ich durch ein Dach gefallen bin. Ja, da in Gladbach ist ja auch ein Dach, wo man dann nochmal drauf gehen muss, um die Photovoltaikanlage zu reinigen. Hm? Ich habe Höhenangst, ich gehe nirgends hoch. Ja. Ja, also ich bin gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass ich das gewinnen werde, sage ich jetzt so. Und dann wird aber, glaub mal, wenn wir umgezogen sind, ne, ich wohne direkt an einem Feld, dann wird dieser junge Mann hier aber schön sich vornehmen, laufen zu gehen und wird es nie tun. Aber ich mache mir einen kleinen Fitnesskeller. Da habe ich dann wirklich auch, momentan bin ich ja neben meinem Sofa mit meinem Rudergerät im Wohnzimmer, aber da habe ich dann wirklich Platz, so, keine Ahnung, also schon großer Raum. Also schon so von der Länge her, so wie die Küche jetzt hier. Also gucken wir mal, also sieht ja jetzt so ein bisschen anders aus bei euch, aber das ist ja schon hier so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 Meter oder so ist schon. Und dann nochmal so 5 mal 5 ist schon ein guter Raum. Der hat dann schön so Fensterchen im Keller, die kann ich auf Kipp machen. Ist gut. Mhm. Finde ich tatsächlich, gucken wir mal, was passiert. So oft, also bei mir ist immer Sport okay, jetzt funktioniert es auch wieder besser, seitdem wir nicht reisen. Aber sobald wir reisen, ist halt ciao, ne? Da kann ich halt jeden Vorsprung. Also ich will mal nichts sagen, aber als wir in Frankfurt waren, war ich derjenige, der weiter Sport gemacht hat. Das stimmt, aber ich habe auch in Hotels einmal Sport gemacht. Ich glaube, ich habe noch nicht das gefunden, wo ich mich wohlfühle. Ich habe irgendwie jetzt wegen meinem neuen Handy, was ich geschenkt bekommen hatte an Weihnachten, ich hatte ja super lange 3 Jahre ne, als Handy, bla bla, ich arbeite ja damit, bla, ich probiere direkt wieder, ne, Rechtfertigung. Aber da ist so ein 3 Monate Apple Fitness Ding dabei. Ich wollte mal gucken, ob ich das mal ausprobiere, kostet 9 € im Monat und dachte mir, dann bin ich halt mobil und habe so breite eine Yogamatte aus, Einheitssachen, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich wäre gern jemand, der läuft, weißt du? Habe ich auch probiert, danach, also ich habe früher ja Handball, Leichtathletik und alles gemacht. Mhm. Jahrelang Pause dann, als ich Asthma gekriegt habe und dachte mir so, ja, ich fange halt jetzt langsam an. Ja, war dann so ein Wochenendausflug mal in die Intensivstation von der Lungenfachklinik, ne? Ja, okay, wow. Und habe ich auch zu Hause, Lungenfachklinik. Seitdem ist Laufen für mich erstmal so ad acta gelegt. Aber Laufen ist halt so was Schönes, wenn man überhaupt so ein bisschen nicht, drin ist. Das ist voll scheiße für die Gelenke. Ja, dehn dich. So, richtige Schuhe, keine Ahnung. Aber ich das ist extra halt was, Laufschuhe. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist so was, egal wo du bist, du kannst einfach laufen gehen. Weißt du, was ich meine? Und wenn du so ein bisschen im Training bist und nicht aussiehst wie der übelste Dullo, also weißt du, wenn du in einer Großstadt wohnst, dann hast du sowieso Skrupel, wenn du mir auf dem Rippen hast. Also bei mir ist so. Also ich gebe dann halt schon Fick. Hätte ich aber schon so das Ding, dass ich dann, wenn viele Leute da sind, irgendwie mich super unwohl fühle. Aber wenn ich jetzt so irgendwo bin, wo jetzt niemand ist oder eine Person, die mal mit ihrem Hund geht, dann habe ich auch so keine Skrupel mehr, wenn es direkt so vor der Haustür ist, damit anzufangen, weißt du, so auf dem Feldweg oder sowas. Und das ist dann, wenn du so drin bist und dann bist du in Berlin und läufst regelmäßig, dann irgendwo schnell durch die Stadt zu pacen im Park. Wenn das nicht so aussieht wie so Anfänger, dann fände ich es, glaube ich, auch okay. Aber so jetzt in der Form, wenn da so alles wackelt und dann bewege ich mich so einmal zu schnell, dann ist so mein Bauchnabel hier oben an der Nase oder so und dann sehen das die Leute, dass ich so aussehe wie der Schwabbel-Double-Double-Mann. So, das finde ich dann komisch, ne. Also, darf ich dir dazu was sagen? Du hast einen Switch, ne? Ich habe eine Switch, ja. Besorg dir Ring Fit Adventures. Nein, ich mag Ring Fit nicht, nee. Ist ultra anstrengend, habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, ultra anstrengend. Ring Fit ist der macht aber auch mega Bock. Ich habe das 2-mal gestreamt, ich bin 2-mal gestorben dabei. Und was ich habe halt auch angeguckt sogar. Echt? Ja. Und was Guilty Pleasure, Timo. Das denn war nicht online. Oh Mann, ey. Und was ich halt auch sagen muss, ich mache halt diese Sascha Huber Home Workouts, ne? Ja. Weil die hauen halt auch anders. Ich verstehe den nicht, der redet so komisch. Dehnen, du musst dich dehnen. Was sagt der Mann? Ich weiß das nicht. So, Schloss Reitz wäre dabei. Nee, also ich verstehe das ganze Argument. Ich glaube auch nicht, dass da eine riesige Liebe dem Laufen gegenüber entsteht. Wir können zusammen anfangen. Das Ding ist halt einfach, nee, ich muss unbedingt alleine. Das kann ich nicht mit jemandem. Das Laufen finde ich super unangenehm. Ich bin einmal mit einem Kollegen laufen gegangen und der war halt, also er hat immer gesagt, ich mache halt gar nichts, auch seit Jahren. Der ist aber so naturdünn, weißt du? So naturdünn und
Ja, du auch, sehe ich gerade. So, aber der ist halt so naturdünn gewesen. Und dann bin ich halt so angefangen und war halt so, ja, also ich bin ehrlich mit euch, ne? 2 Minuten war Sense, Pumpe auf 160er Herzfrequenz. Und ich habe so geguckt und war so, jop, erstmal chillen kurz, weil sonst kippst du hier gleich um. Und dann war halt so, nach 2 Minuten schon langsam joggen, war halt zu viel. Dann bin ich halt gelaufen, bis wieder normalisiert. Dann habe ich wieder ein bisschen was gemacht, ne? Und dann wieder so ein bisschen. Und der hat mich dann halt 2-mal überrundet. Und das war so nicht okay. Also es hat mich gar nicht motiviert. Okay, dann was anderes. Ein Vorschlag meinerseits. Fitness, so mit Gewichten bin ich am Start, aber nicht Ausdauertraining. Was hältst du von Walken? Mhm. Walken? Nein. Das macht die Gelenke nicht so kaputt wie Laufen. Richtig. Mhm. Das gab es bei mir in der Schule als AG. Du hast AG Walken gemacht? Ich nicht. Ich habe Schulkleidung verkauft. Aha. Aber Walken ist cool. So, wenn du das richtig machst, kann das auch ordentlich anstrengend sein und es ist halt nicht, also fand ich jetzt, nicht so extrem anstrengend. Das ist ein guter Einstieg zum Joggen, Laufen gehen. Mhm. Mhm. Dankeschön, Bartklo übrigens. Sehr lieb. Oder Fahrradfahren in Mönchengladbach. Ich habe tatsächlich, und ich kann ja hier sind ja zum Glück immer ein paar Leute, ne? Hat jemand so ein Peloton-Ding? Ist es scheiße? Kriegt man davon einen Herzinfarkt wie die Leute bei den Serien oder ist es gut? Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Martin hat auch eins. Und der schwört da drauf. Ja. Kannst halt bei Wind und Wetter, also weil es dir scheißegal sein kann, kannst du immer fahren. Ja, aber die sagen halt, du hast halt diese Kurse und dann stellt sich das dann, glaube ich, so automatisch ein. Du hast ja diesen fetten Screen und dann so eine Live-Tabelle mit ganz vielen anderen aus dem Kurs, dass du dich so auch battlen kannst. Ja, du kannst ja auch so ein Freeride machen. Ja. Eine dass Kollegin du halt einfach sagst, du fährst jetzt hier, keine Ahnung, Himalaya-Pass, keine Ahnung wo. Ja, aber das Ding ist halt so, du kannst dich ja auch so connecten miteinander, glaube ich. Und dann zusammen kriegst du so, ist 18 Uhr, ist jetzt gleich Kurs. So, und dann musst du dich treffen zu so einer Live-Session mit so Leuten. Und dann musst du das machen. Das wollte ich immer mal im McFit machen, aber bin nie hingegangen. Hm. Hm. Ja, so Kurse, so McFit oder so könnte ich nie. Das finde ich super unangenehm. Hm. Also, ich denke mir immer, wenn du so, keine Ahnung, also, wenn du was machst länger und das ganz okay kannst oder da in dem Feld ganz okay bist und das ist ja was sehr Visuelles, du siehst ja, ob jemand dann super sportlich ist zum Beispiel, dann würde ich es immer machen. Ich glaube, ich würde auch so Yoga-Klassen machen, wenn ich einfach sehr sportlich wäre, weil ich hätte dann kein Problem damit. Aber wenn du dich nicht so 100% in deinem Körper fühlst und dann so mit ganz vielen Fremden so Sportsachen machen, wo du dann noch so, also es sind halt Leute, die so Kurse machen, die werden dich nicht bloßstellen, ne? Also 99,9% davon nicht, weil die gut ausgebildet sind. So. Aber ich hätte dann immer Skrupel, mich dann bloßzustellen, weißt du, so vor so einer Gruppe von Fremden, so, das fände ich dann ganz unangenehm, so Yoga-Einsteigerkurs, Yoga, der aber anstrengend, richtig heftig, sowas, so, aber ne. Aber ja, also ich probiere dieses Jahr noch, es fängt Tätowieren, also wie gesagt, komplette Lebenskrise, Porsche-Probefahrt, es wird komplett problematisch, Alter, ich werde ein richtiger Bastard, werde ich, also Dezember habe ich mir vorgenommen, ich werde ein richtiges Arschloch werden, das war's jetzt. Ach, mit warum nett. Warum ausgerechnet war, Dezember, da habe ich Geburtstag, Freddy. Ach so. Mach November. Wann hast du Geburtstag? Dezember? 7. Dezember. 7. Dezember? Ja. Ja, am 6. Dezember werde ich ein Arschloch. So, okay, ich tunke jetzt hier einmal kurz rein in meinen Kartoffelgratin. Stelle ich dir sonst auf den Tisch, Annika, für morgen. Viel Spaß damit. Da ist Sahne drin. Und Milch. Ja, Kakarasche. So. Zack. Hopp. Bartko, dankeschön für die verschenkten Subs. Ein bisschen Liebe in den Chat. Odisheim bei Cuxhaven. Dankeschön. Grüß zurück. Keine Ahnung, ich muss mich da mal mit auseinandersetzen. Ich habe schon seit Ewigkeiten den Traum, ich bin ja früher viel ins Fitnessstudio gegangen, mit einem Kollegen halt immer. Der hat mich derbe motiviert auch. Ich hätte es nie selber gemacht. Hm. Das ist okay. Es ist wirklich nicht schlimm. Hm, meine ich natürlich. Aber so eigene Gewichte, Hantelbank und dann irgendwie so. Ich habe mir vorgeschlagen, im neuen Office so einen kleinen Arbeitsausgleichs-Space. Ist verletzungsbedingt wahrscheinlich schwierig, so versicherungstechnisch, ne? Ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu komplex zu lösen, wenn sich da jemand mal eine Hantel auf den Kopf fallen lässt oder so. Immer in der Pause, immer Freizeit. Ja. Mhm. Muss ich vorher einstempeln. Wenn ich stempelt, wird gefeuert. Richtig. So. Ja, das ist ganz gut. Ich nehme jetzt hier nochmal unseren Krepplappen. Ist der trocken? Wie
Wie schaffst du es in einem Mitkoch-Stream, 3 Hype-Trains zu bekommen? Jede Stunde einer. Lady Rip. Oh Mann, ey. Nutella drauf und einrollen. Ich hatte heute schon Nutella. Aber nur ein klein bisschen. Nee, ich muss noch fahren. Ich muss auch Sport machen. Timo macht heute auch noch Sport. Ich habe ein Problem. Und Timo wird heute derb schwitzen, weil er sich hier einen Liter Whisky reingepfeffert hat gerade. Sollen wir zusammen noch ins Gym gehen? Nein, ich gehe nicht ins Gym. Was bist denn jetzt so? Ich will nicht ins Gym gehen. Du kannst auch bei mir trainieren. Mach schön für mich, bis ich mich wohlfühle. Und dann gehe ich damit raus und dann kommt die Daddy Transformation. Ich habe bei meinen Eltern noch ein komplettes Sportgerät stehen. Kinderwagen durch den Stadtwald, bitte? Ich habe bei meinen Eltern noch ein komplettes Sportgerät stehen. So, wo du Butterfly machen kannst, rudern. Diese Viereck hier. Ja, sowas in die Art. Mit Gewichten aber. Ja. Yeah. Mhm. Sowas hätte ich auch gerne. Laufband, Rudergerät. Ja, ich glaube, ich mache mir einfach so einen kleinen muckeligen Sportraum nach und nach. Mhm. Mhm. Aber war klar. Sagen die Leute auch, war klar, dass du sowas noch irgendwo rumstehen hast. Fitnessstudio Timo war natürlich. Natürlich hat Timo das noch. Was ist das Absurdeste, was du zu Hause hast? Dann sparen wir uns schon die Suche danach. Boah. Also die Sollbruchstelle beim Ei, so ein Ding war schon nah dran an dem ganz merkwürdigen Shit. Mhm. Boah, das Absurdeste. Mhm. Ist schwierig. Also viele Sachen davon nutze ich halt auch nicht. Die habe ich halt von meiner Mom geschenkt gekriegt, weil die sie nicht mehr nutzt. Ja, und die wusste nicht, wo der Wertstoffhof ist. Dann Richtig. Dachte sie, ich habe ja noch ein Kind. Hier, nimm. Boah. Also manche Sachen finde ich halt situationsbedingt sehr praktisch, aber ja. Manchmal denke ich mir auch so, benutze ich halt einmal im Jahr, wenn es halt so drauf ankommt. Aber ich glaube, das Absurdeste, was ich tatsächlich habe, ist ein Zitronen, also für so Drinks, diese Zitronenpresse, wo du nur so eine Scheibe Zitrone halt reinmachst, weil legit kannst halt, wenn du Zitronensaft haben willst, sie auch fertigen, einfach holen und den da reinmachen. Das ist, glaube ich, das Absurdeste, was ich habe. Nee, Quatsch, das Absurdeste, was ich habe, ist dieser scheiß Moe Wasser Flaschenkühler. Ein was? Das ist wirklich das Absurdeste. Das ist ein Riesenkelch. Das ist ein Riesenkelch für Moe Champagnerflaschen. Ja. Flaschenkühler. Ja. Zum Kühlen. Ja, zum Kühlen. Woher hast du den? Ich habe halt eine Kiste Champagner gekauft und dann gab's den dazu. Ich habe einen Kasten Champagner. Das sind Sachen, 6 Flaschen. Sachen, die man nicht normalerweise macht. Haben sie einen Kasten Champagner auch? Aber wir brauchen noch zwei Kästen gekauft. Zwei Kästen Wein gemischt und dann nochmal einen Kasten Champagner. Aber können sie einfach aufladen, ja. War eine gute Party. Ja, ich hätte gerne noch ein Fass Champagner. Können sie einfach voll machen, die Nummer. Champagner vom Fass? Kann ich auch 10 Liter Wodka-Kanister kaufen. Genji, dankeschön. Oh Mann. Oh, meine Güte, ey. Müssen wir auch zum Wertstoffhof eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, oder behältst du alles? Nee, man weiß ja nie, wann der Tag kommt. Man weiß ja nie, ob das nochmal brauchst oder nicht. Nee. 6 Champagner da, 6 Champagner nicht da, sag ich immer, ne? Man kann es ja auch für was anderes nutzen. Da kannst du ja hier so Wasserbomben mal kühlen oder sowas im Sommer. Wasserbomben? Ja, klar. Wasserbomben mal. Kennst du nicht so Wasserbomben-Maker? Du kannst doch keine gekühlten Wasserbomben auf Leute schmeißen. Das ist ja wie diese komische Eisbucket-Challenge dann, aber weil es einfach nur so ein Eisball. Ich hab so eine Slingshot, wo du so Eiskugeln schießen kannst. Und ich habe auch noch Nerfguns, das ist auch noch absurd. Ich habe letztes Jahr mit Weight Watchers 26 Kilo abgenommen in einem Jahr. What the fuck, Alter, das ist ja übelst krank. Ich habe dir doch erzählt, ich habe auch 20 Kilo verloren. Weight Watchers auch? Nee, einfach so. Einfach so? Also ich habe also Bandwurm hatte ich auch noch zu Hause rumliegen. So, und seitdem wäre ich einfach nicht mehr dicker. Ich habe zu Hause Sport gemacht. Ich bin von 100... Ja, aber du wirst ja auch deine Ernährung umgestellt haben. Du kannst ja nicht einfach nur durch Sport Gewicht verlieren. Ja klar, ich habe mich schon gesünder ernährt und sowas. Ne? Ich bin von 110 Kilo auf 80 runter. Das sind mehr als 20 Kilo, fällt mir gerade auf. Das sind 30 Kilo, ja. Boah, Mathe hatte ich leider eine 5 im Abitur. Ja, da würde ich auch gerne noch hin, in die Nummer. In die Breitengrade der 80 würde ich auch gerne noch mal hinkommen. Aber... werde ich auch. Weight Watcher 26 Kilo, ich habe vorher alles Mögliche probiert. Jeder muss seinen Weg finden. Bei mir scheint wohl mit Punkten zu klappen. Dieses Jahr mit Rauchen aufgehört. Gut, also crazy. Good job. Also ich ziehe meinen imaginären Hut, weil das ist eine Mütze. Die ziehe ich nur für Videos. So, beides gemacht, hatte beides voll gut funktioniert. Ich kam 30 Minuten zu spät oder 28, das heißt genau jetzt sind es 2 Stunden gewesen. Also mir kann keiner was vorwerfen. Ich bin halt gerade erst aus Düsseldorf gekommen. Easy.
Weight Watchers habe ich auch mal so 30 Kilo in einem Dreivierteljahr abgenommen gehabt. Crazy, ey. Ja. Ernährung ist 70-80%. Das ist schon, macht schon echt viel aus. Leider bin ich manchmal nicht der über meine Ernährung herrscht, sondern eher das, was videotechnisch abgeht. Aber doing my best. Leute, morgen sehen wir uns wieder zum Podcast. Schaut gerne auf fivi.gg, wie gesagt, vorbei. Da könnt ihr schon mal ins Newsletter eintragen für meine eigene Kochutensilienmarke. Dann seid ihr voll versorgt. Jazz, dankeschön für den Sub. Wir sehen uns morgen wieder. fivi.gg, wie gesagt. Und lasst gerne ein Follow da, wenn ihr neu dabei wart. Dann verpasst ihr die Streams auch nicht mehr. Freitag, Battle gegen Düs, nochmal in der Küche. Es wird wieder sich kochduelliert. Tschüss, schönen Abend noch.